Was geht, Mann? Was mal? Um Geç bir şans und hasta mısın? Evet. Razı olsun. Ja, Bruder, ich war tot von Corona. Dies ist ein bisschen Stress. Kennst du doch Leben. Ich glaube, ich habe das einmal gehabt. Das war, glaube ich, Corona, Alter. Das war die Hölle, Alter. War einfach Das 20 ist Wochen krass. aus oder so. Ja, Nein, nein, so. nein. Also er war 2 Wochen im Ja, Krankenhaus. ja. Ja, ich bin fast gestorben, Alter, an Corona. Der ist so Boah. Kettenraucher. Boah. Mieser Scheiße. Kettenraucher. Ja, Mann. Was geht bei euch? Was macht ihr schön? Chillen, ja. So Fake Beef, damit wir den kriegen für diese Spendenaktion, die Leute mobilisieren. Vertragen, vertragen. Ich weiß gar nicht, was da abgeht, Reden Digga, wir, gerade haben wir über Manuelsen und Ali geredet und Miami aber. Gianni und so. Okay. Ey, wir hatten Was? doch, du bist Was? doch der, mit Jürgen. dem wir mal geredet, mit dem ich mal, wir haben uns mal unterhalten, oder? Kann das sein? Ja. Genau, Auf jetzt jeden weiß ich Fall. wieder. Okay. Ja. Jürgen, wenn du schon hier bist, wenn ich fragen darf, was wollt ihr die ganze Zeit von deiner Eier, Digga? Ja, speziell, ne, wie ich bin Bock, ihr habt Martin gemacht, was ist der nächste? Bruder, gute Frage. Gute Frage. Ich habe kein, Wallah, ich habe gar keine Ahnung. Also ich bin gar nicht da drinne. Keine Ahnung. Weiß nicht. Ich habe auch nie drauf Ja, reagiert. weil die Frage habe ich selber Jengis schon 100 Mal gestellt. Jengis, was wollen die von dem, Junge? Ach ja, weil er mit mir ist, ne? Und wir haben auch Sprachnachrichten und so. Wie Ali da irgendeine Scheiße sagt, wo wir dann sagen, ja, komm hier, dies, das, komm dahin, komm hierhin, wir kommen zu dir. Warum tauscht ihr Bruder, denn ich hab nie, ich Sprechnachrichten? hab nie, ich hab nie, und ich bin auch gar nicht der Typ dafür, das wird auch nie passieren. Ich hab nie eine Ansage, nie eine Ansage gemacht. Ich habe auch immer, ich habe auch immer im Hintergrund sehr respektvoll geredet und sehr nie respektlos gegenüber jemandem, weil das Problem ist einfach, ich kenne diese Leute nicht. Ihr seid ja, guck mal, das Problem von mir war immer, ihr seid ja in dieser Materie drinne, ne? Und Ein ich bisschen wurde, lauter, ich wurde, Uli. ich sag, ihr seid ja, warte mal, ich stelle mein Mikrofon lauter. Jetzt besser? Ja. Besser jetzt? Ja. Ich sag, ihr seid ja in dieser Materie drinne, weißt du? Ihr seid ja in diesem, ich bin da gar nicht drinne. Ich weiß, ich kann dir die Frage nicht beantworten. Ich weiß es nicht, Bruder. Ich, Oder besser, komm gar nicht rein. Oder such ganz schnell das Weite. Renn um die Ecke und versteck dich dort, so dass man dich nicht sieht. Komm gar nicht in diese Materie. maximale Distanz. Maximale Distanz, Maximale Distanz. Bruder. Sonst Ja. öffnest du die Pforten der Hölle noch. Habe ich, ja, habe ich, habe auch, Bruder, ich sagte ganz offen und ehrlich, auch gar keinen Nerv. Wie gesagt, ich wurde von Corona gut gefickt. Und ich weiß nicht, Bruder, da haben Leute halt mich im Internet ein bisschen beleidigt. Alles schön gut. Ja, Ja, deshalb. das Ding ist, das ist ja das. Das ist ja das, so einfach so Unschuldige. In Gökhan ist ja in dem Fall jetzt ein Unschuldiger. Was hat der Adam Günane? Dann wie ja Pamischke. Weißt du, ich meine? Weiß So, nicht, Bruder, weil ich hab mal ja, gehört. das Ding ist halt an diese Bande, dass die immer links, rechts diese Unschuldigen oder Unschuldige, der kennen ja nicht, ich will dich jetzt nicht sagen, du bist ein Unschuldslamm. Mit Unschuldige meine ich ein Typ, der nichts mit der Sache zu tun hat. Dass man immer solche Leute angeht. Weißt? Und dadurch, dass man solche Sachen Leute dann angeht, macht man die sich da eigentlich sehr unsympathisch. Weißt, das wirkt zwar Genau. vielleicht irgendwie ein bisschen cool, wenn man das von der anderen Seite beobachtet, aber wenn man das jetzt so auf diese Dinge sieht. Oder ich habe halt gedacht, also es ist halt un, also egal was man macht, das weiß der Jengis auch, egal was man tut, was man sagt, was man macht, was man versucht, ich werde mich niemals in ein Internet, das habe ich glaube ich damals auch voll ernst gesagt, ich werde mich niemals, ich meine, die Sache ist ja jetzt auch schon, ich weiß nicht, letztes Mal hat mir Jengis da irgendwas geschickt, alles schön und gut, aber es ist halt so, guck mal, es wird niemals öffentlich im Internet was von mir dagegen. Also irgendwie, Ja, was dass ich jetzt sollst du denn auch anfange, tun, Internet-Beef Bruder? anzufangen, weißt du, wie ich meine? Was sollst du denn auch da tun? Ja, Ganz weiß ehrlich. ich kenne die Leute ja gar nicht. Ja, ich meine, was sollst du auch im Internet großartig dagegen tun jetzt? Weißt Mhm. du, man ja, ob du das jetzt. Ich habe eins bei dir nie gelernt. Ist, egal was du drehst und biest und wendest und zeigst und tust und machst und bla bla bla, ja, der Schmutz bleibt immer noch gleich. Die greifen nun immer zu härterem Schmutz. Baksana, bak Cengiz, denn Pädophilie yaptılar. Ben den Babymörder yaptılar. Manuel den Babymörder Helfer yaptılar. Fulens den Babymörder Helfer Ach, yaptılar. o sen misin şeyde, den dieses Video
Nein, Bruder, guck mal, weißt du, was dieses Video ist? Soll ich dir erklären? Ich kenne das, Bruder, ich verstehe mich nicht falsch. Ich kenne das. Ich habe nur irgendwas gesehen, wo ich. Wie wo die ich sich halt schlagen, wo die sich schlagen, so? Nee, Bruder, ich weiß. Ja, doch, ich glaube schon. Das bin ich nicht. In dem Video bin ich gar nicht dabei. Das sind andere Leute. Mich stellen die so hin, ich habe den Auftrag gegeben. Das stimmt auch nicht. Was sollst du denn gemacht haben? Also, ich hätte anscheinend gesagt, sagen die, ich hätte die Jungs dazu angestiftet. Das alles. Also ich war nicht dabei, ich hätte die aber angestiftet. Ja, aber... Weiß. Und die Jungs wurden ja abgeurteilt. Die haben ja alle Dokumente, Papiere, da steht doch gar nicht drin. Da steht doch nirgendwo drin. Okay. Die sind ja abgeurteilt und da war auch keine Schwangere. Die Jungs haben denen einfach nur eine auf die Fresse gehauen, weil muss sich ja keiner gefallen lassen, dass man Webseiten über die erstellt. Oh, du bist für alles schuld, Digga. Du bist für Bruder, alles schuld. Ich bin Corona Will Smith ist wegen Hype rausgebrochen. Bruder, ich bin von Will Smith. I'm Legend haben die aus mir gemacht. Die sagen, du warst in Wuhan, Digga, hast irgendwas gemacht. Yeah. Digga. Ich bin der YouTube-Bösewicht. Das Schlimmste ist einfach, was die gerade mit der Schwester von Dings machen. Ja, Bruder, guck mal. Ich glaube, du und ich haben doch darüber geredet, ne? Ja, wir haben darüber. Ich habe doch gesagt, ich habe Sangha Ahmadi angerufen. Und ich habe gesagt, Bruder, ey, das ist so wie deine Schwester. Sangha, wir kennen uns. Wir sind Brüder, Morok. Was haben wir an Türkei alles zusammen gemacht? Morok, Sangha und ich will dir gar nicht erzählen, was wir alles verbrochen haben. Weißt? Und der sagt, ja, Bruder, der sagt, ich weiß nicht, warum die so macht und keine Ahnung. Hat mit der geredet, ich wollte das nicht öffentlich machen mit ihr oder öffentlich allgemein mich zu ihr äußern. Weißt du? Außer nette Worte wollte ich nichts für diese Frau übrig haben. Und ich habe ihr das geschickt, ich habe so ein Video aufgenommen, ich habe ihr das geschickt. Und dann jetzt sehe ich in einem anderen Video, wo die da bei dem Turgay sitzt, sagt die so, ja, dieser Babymörderhelfer, ich hatte mir ein Video geschickt, ich habe es mir nicht mal angeguckt. Hättest du dir lieber angeguckt, Schwester? Hättest du dir das lieber mal angeguckt? Weißt du, wie ich meine? Hättest du dir das mal lieber angeguckt? Ja. Dann wärst du vielleicht wärst du dann nicht in diese Lage gekommen, weil ich sag dir noch, die Jungs aus der Schweiz, die haben gegen diese Sache mit Ali und so geklagt, das, was da Ali macht. Die wollten die Frau auch verklagen. Ich habe gesagt, hey, stopp. Habe ich gesagt, Jungs, chillt. Habe ich gesagt, chillt. Lass die Frau mal da raus. Weißt du, ich meine, lass die einfach da mal raus, weil sie weiß nicht, was die da gerade tut. Weil du musst ja überlegen, die Frau ist ja davon überzeugt. Ja. Weil man ihr was in den Mund legt, habe ich gesagt, lass die mal raus. Habe ich gesagt, fakir, ja, Boschwert. Weißt du, ich meine? Und dann die Jungs haben dann gesagt, so, okay, Bro, ja, Tamam, wir lassen die raus, aber noch einmal so ein Ding, Alter. Weißt du, ich meine, weil das ist ja nicht so. Gürkan, du kennst den Jihad, ne? Mit dem der Manuelsen live war, ne? Jihad ist cool, ja. Welchen? Jihad El Sein. Ja, flüchtig. Aus Gelsenkirchen, der. Ja, sehr stabiler. Jihad ist in Ordnung. Der 80-fache Onkel. 80-fache Onkel, genau. Also, ich wurde schon Onkel genannt, da war ich in meiner Mutter sein Bauch. Also, was warst du? Ja, was soll ich sagen, Alter? Shido ist Honig. Shido ist der Bruder. Guck mal, die haben Manuel in die Situation gebracht, dass Manuel vor der Kamera sitzt und sagt, ich küsse Bushidos Herz. Ich küsse Animus Herz, die auf meinen Kopf. Überleg mal. Guck mal, ich hab da gesagt, da könnt ihr mal sehen, der krasseste, mit einer der krassesten Beefs in Deutschrap, ne? Mit Bushido und Manuelsen und Animus und so. Guck mal, was Manuelsen da zu den Leuten sagt. Und guck mal, mit wem ich mich seit anderthalb Jahren rumschlagen muss. Und jetzt vergleich das mal. Was ja, denn? Aber das Video kam gut, hä? Das Video kam gut, ja. War gut gemacht. Welches Video denn? Ey, guck mal, das Gürkan hat gar nichts mitgekriegt, Digga. Cengiz, du weißt, ne? Wallabast, bestehst du lieben, ey. Ich hab das erwähnt direkt. Die Leute glauben nicht, directed bei Dings, bei Full Ernst. War mir klar, dass sie da das alleine nicht kann. Was das, Bruder, was die Sache ist, wie war dein Name, Bruder? Ich hab Walla, Kusurabak. Sidar, Bruder. Sidar. Guck mal, weißt du, was die Sache ist? Sidar, die Leute glauben nicht. Wallaha billaha, ich krieg gar nichts mit. Ich bin in dieser, also seitdem ich jetzt Corona hatte, sowieso, ich bin in dieser, ich bin so gar nicht in diesem Internet-Ding drin. Es sind so Luftblase, kennt ihr, wenn man so. Ja, Walla, ey, wo das im Internet passiert ist, ne? Wo dann auch mein Name und so gefallen ist. Ich sag so zu Cengiz, Digga, hä?
So, weil, wenn ich was mitkriege, dann ist das, wenn Genghis mir einen Link schickt. Oder, ja. Oder wenn ich auf YouTube surfe und sehe, Genghis hat ein neues Video hochgeladen. Dann kriege ich so ein bisschen mit, was abgeht. Aber ansonsten, ich weiß gar nicht, was abgeht. Ich wusste, Gott kann auch erzählen von, aber ich habe gesagt, Bro, chill mal, so lange bin ich auch noch nicht dabei. Die haben dir Preise verliehen, Preise so. Die haben so irgendwelche Gurken, haben die Gold angemalt. Das habe ich auf jeden Fall mitbekommen. Wir haben dir Preise, haben sie dir. Also so weit war es doch nicht bei mir, dass die mir irgendeinen Preis verdient haben. Weißt du? Aber wir haben auch, Fuli wollte auch den einen so einen Preis verleihen, Alter. Gurke, wollte so ein Gebiss, wollte er so Gold anmalen und dann wollte so einen Preis verleihen. Ich habe gesagt, war Fuli, scheiß drauf, mach nicht. Weißt? Keine Ahnung, Bruder. Ich habe auch gesehen, da wurde auch irgendjemand, Bruder, ich weiß gar nicht, ich habe gesehen, eigentlich wollte ich da gar nicht drauf eingehen. Letztes Mal schickt mir jemand, also das ist schon länger her, ne? Die Sache, ich muss ja auch dazu sagen, also ich war ja jetzt zwei Monate, oder Genghis, wie lange war das? 2 Monate, 3 Monate? Ich hab den Genghis auch schon voll lange nicht mehr gesehen, aber ich bin so zwei Monate oder 3 Monate komplett offline und die Sache ist ja schon ein paar Monate her. Und das Geile daran war, irgendjemand, also jetzt nicht von denen, hat mir mal irgend so einen Link geschickt. Da war einfach so, haben die so Bilder zusammengefügt, ne? Das Problem, Bruder, da wird einfach ein anderer Gökhan gesteinigt, Bruder. Der heißt einfach wie ich. Und die haben den einfach gesteinigt mit Nachrichten und so, weil die gedacht haben, dass der, aber Bruder, das ist einfach ein ganz anderer Gökhan, so. Digga. So, das hat mir auch so ein bisschen leid getan, aber na, so ist anscheinend. Ja, was kannst du? Du kannst doch nichts dafür. Ja, traurigerweise. Was macht ihr? Ist das hier so ein Talk? Wann bist du fit hier für unsere Twitch-Talks? Boah, Bruder, wann macht ihr das denn immer? Fragen wir mal so. Ja, wann ich das mache? Ich bin ja nicht immer mit den Jungs hier. Das ist hier Zufall eigentlich. Ja, Bruder, ich kann das ja im Live sagen. Das Einzige, guck mal, ich bin eigentlich so Twitch-Talks, so was ihr jetzt hier gerade macht, bin ich eigentlich immer ready für. Außer für... Einfach, weil ich nicht, du weißt ja, Bruder. Außer für irgendwie solche Thematiken. So wie. Achso, ja, Bruder, das nervt doch auch nach einer Zeit. Aber ich dachte, Bruder, wenn ich auch schon gar hier, keinen Plan habe. Wenn ich die schon hier, dachte ich mir, habe, dann stelle ich die Frage mal direkt dir, weil ich stelle die Frage immer Genghis. Ja. Bruder, ist ja auch korrekt. Weil ich verstehe nicht, Bruder, was die von deinen Eier wollen. Du hast gar nichts gemacht. So, weißt du, ich meine, du hast nichts gemacht, Warek, du bist aus dem Nix gekommen. Also, wie ich das mitbekommen habe. Ich check dir ein paar Interviews ab, hast du gesagt, ich check dir ein paar Interviews ab, seitdem, wer es Glück hat. Ja, aber guck mal, das ist doch, ich erkläre dir mal, was die machen wollen. Das ist doch dasselbe, was die bei dir versuchen. Weißt du, die gehen nicht mehr, wenn die jemanden schaden wollen, gehen die nicht auf diese Person ein, sondern auf das Umfeld. So, damit das Umfeld sich distanziert und damit zum Beispiel isolieren die jetzt, wenn die jetzt, die wollen einen isolieren. Isolieren, damit du auch keine Rückendeckung hast. Und eigentlich ist das immer ein großer Fehler dann. Deswegen habe ich auch damals, wo das mit Sammy war, habe ich trotzdem zu ihm gestanden, weil ich wusste, solche Sachen, die passieren, die wollen alle auseinanderbringen. Weil gemeinsam sind wir stark, aber einzeln sind wir schwach. Versteht ihr? Das ist halt das Ding. Und deswegen, Panzer, Bruder, Panzer. Glaub mir. Bei mir kriegen die das nicht. Und wisst ihr warum? Oder vielleicht in Real Life. Nein, das hat was mit meiner Arbeit zu tun. Das kriegen die nicht hin. Weißt du, ich meine, so oder so. Egal welcher Schwanz sich da hinstellt, jetzt so von der Öffentlichkeit von großen Leuten, ne? Sagt, ja, okay, ich habe nichts mit dem zu tun. Der hat am Ende immer noch was mit mir zu tun. Punkt. Aber Bruder. Er hat am Ende immer noch was mit mir zu tun. Aber das ist doch kein Vorwurf. Guck mal, ich habe von vielen auch gehört, dass Leute zu mir gesagt haben, ja, warum machst du das? Guck mal, jetzt mal ein Beispiel. Mit welcher Attention soll ich jetzt ins Internet gehen? Entschuldigung. Und gegen diese Leute schießen? Ich kenne die gar nicht. Du sollst doch gar nicht gegen die schießen. Nein. Verstehst du, was ich meine? Also, was ich damit sagen will? Weil Leute, ich habe so Nachrichten bekommen, warum machst du kein Statement? Warum sagst du nichts dazu? Was soll ich denn dazu sagen? Ich kenne die. Bei dir ist doch nichts Gravierendes passiert, Wodek, dass du da irgendwas, du weißt ja, nicht, nee, da ein, zwei, ich hab,
ein, zwei kleine Trollvideos haben die gemacht, das war's. Und irgend so eine Gurke Gold. Guck mal, die, du bist so wichtig, die haben so eine Gurke Gold, da Gold. Guck mal, der muss dir hinstellen, du bist denen so wichtig, die kennen dich nicht. Die legen da so eine Gurke hin, dann malen die gehen sich Farbe kaufen, Pinsel kaufen, dann malen die Gold an. Echt? Echt? War das eine richtig goldene Gurke oder was? Oder keine Ahnung, irgendwie sowas, ich habe das mitbekommen. So irgendwas mit goldener Gurke oder so. So stelle ich mir das da vor. Und dann halten die das so vor die Kamera. Ja, nee, mit welcher Intention bist du da hingegangen, dass du für einen fremden Typ so eine Gurke so in die Kamera hältst, Digga? Ja, sowas nehme ich dann sportlich. Das ist okay. Ja, nee, da ist doch nichts passiert. Ja, guck mal, bei Jengis. Aus Jengis haben die Pädophilen gemacht. Normal muss der das Problem. Das, wenn er nicht im Internet ist, der muss ins Internet kommen und sich dazu äußern. Bruder, ich habe eigentlich gar keinen Bock. Aber einmal kann ich das jetzt sagen. Ist ja nichts, wo man jetzt wieder 700 Videos irgendwie gegen mich drehen muss. Die Sache ist einfach, glaube ich, die gewesen, dass irgendwelche Leute, ich weiß nicht wer, in die Welt gesetzt hat, dass ich sozusagen Jengis sein Steuerrat wäre. Also, dass sozusagen ich Jengis sein. Ey, guck mal, Jengis ist so ein Sturkopf, ne? Das ist unvorstellbar, Digga. Den kannst du nicht sagen. Wann haben wir natürlich sonst denn? Ja, verstehst du, was ich meine? So, den kannst du gar nicht dazu. So, und es gab wohl den Anschein darauf, dass ich Jengis gesteuert hätte und dazu gebracht hätte, gegen irgendwelche Leute Videos zu drehen. So, jetzt habe ich aber mal eine Frage. Was habe ich mit diesen Leuten zu tun, dass ich, oder was haben diese Leute mir getan, dass Bruder, das ist doch nur scheiße gelabert. Weißt du, was die gemacht haben damals? Guck mal, jetzt aktuell, was machen die? Guck mal, beste Beispiel. Der Fully macht Videos gegen die, Mazdak macht Videos gegen die, Carsten Stahl schießt gegen die, der schießt gegen die. Wer, Carsten alles Stahl? Ja, Carsten Stahl. Aber Carsten Stahl im Internet auch gesagt hat, so, das sind Opfer, die faken so Baby machen. Der Mann hat ja selber sein ungeborenes Kind verloren, weißt du? Er kämpft gegen Pädophilie und die nutzen dieses Thema aus. Ja, die nutzen ja dieses Thema noch aus und das war auf diese Thematik mit Jengis. Dann hat der bei Mazdak angerufen, einen Livestream, hat die ein bisschen fertig gemacht. Dann kriminelle Organisation, wo von mir gesteuert wird. Musst dir vorstellen. Aus dem. Mazdak, ja, aber ganz kurz. Ich fühle mich geehrt, dass ihr denkt, dass ich so einen Mann steuere. Ich muss aber kurz sagen, bei Gökhan war das anders. Da versuchen die das einfach nur zu rechtfertigen, weil Gökhan wollten die einfach nur Jengis schaden, weil die sich erhofft haben, dass sich Gökhan von Jengis distanziert. Die wussten, dass dann nichts großartig ist und die haben ja trotzdem weitergemacht. Ja. Die haben das extra, die wussten das schon, dass das, was sie da auf die Welt gesetzt haben, das haben die selber nicht mehr geglaubt. Aber die haben dann weitergemacht. Der hat alleine schon das Interview mit Cem Abi abgefuckt. Ja, die wollten halt einfach nur, dass du zum Beispiel sagst, ey, das ist mir mit dir zu bunt. Ich bin wirklich mit dir, ich bin so gar nichts mehr zu tun haben. So. Wenn die wüssten, was Gökhan und ich zusammen schon durchgemacht haben und zusammen durchgestanden haben, dann hätten die gewusst, dass das... Das hat gar nichts mit Internet zu tun. Ja, ich habe gar nichts mit... das, was Full Ernst sagt, eigentlich wollte ich auf diese Themen gar nicht mehr eingehen, egal. Stimmt einerseits. Warum? Ich habe doch im Internet gesagt, guck mal, wir können, hier ist Jengis Zeuge. Wallah, ich kann meine Hand auf Koran legen. Ich habe Jengis angerufen nach diesem Video. Frag ihn, er ist hier Zeuge. Jengis wird nicht lügen. Ich habe ihn angerufen, ich habe gesagt, Jengis, was ist da los? So, er hat mir sofort daraufhin, hat er mir, guck mal, jetzt kommt die Sache. Er hat mir das bewiesen, plus ich glaube, ich habe das Full Ernst sogar bestellt. Er hat mir einen Tipp gegeben in meinen Kopf, wo ich wusste, okay, das kann gar nicht sein, weil Jengis schon viel vorher erzählt hat, dass sie 21 oder so ist. So, da wusste ich schon, okay, da ist irgendwas. Trotzdem wollte ich natürlich nicht in so ein Fettnäpfchen treten. Wir waren an dem Tag, Bruder, an dem Tag, als der Anruf kam, waren wir in Köln beim Videodreh von Amok. Genau. Da bin ich dann noch aus dem Zimmer gegangen und hab gesagt, ich telefoniere mit Perle, dies, das. Genau. Und da hat der mir schon erzählt, da habe ich gesagt, was, da habe ich ihn irgendwie gefragt, glaube ich, was ist da wieder,
los und so. Und da hat er mir halt erzählt, okay, hat er mir gesagt, ja, das ist so eine 21-Jährige. Okay, so, das heißt, daher wollte ich das. Aber daher ich nicht in dieses Fettnäpfchen treten wollte, habe ich schon online, habe ich gesagt, ey, guck mal, ich habe mit Genghis kein Online-Verhältnis, ich mache mit dem kein YouTube, ich bin nicht wie jeder das falsch verstanden hat oder das hinstellen wollte, so ein Manager in der Hinsicht, wie alle das hinstellen wollten. Ich distanziere mich davon online. So, weil ich mit der Online-Welt sowieso nichts zu tun habe. So, dann, das hat aber danach nicht aufgehört. Guck mal, das Ding ist ja, damit hast du Futter gegeben, weil die dann gesagt haben, weil die das dann so ummünzen, als ob die jetzt einen Erfolg damit, weißt was ich meine? Und die haben das jetzt auch so natürlich jetzt dargestellt. Ah, warum distanziert er sich denn jetzt auf einmal? Da muss doch dann vielleicht doch was Wahres dran sein. Das war ja dasselbe Thema wie bei Manuelsen Sinanji. Ja, heikles Thema. Ja, stand nicht hinter seinem Bro und hat sich distanziert, ohne zu wissen, ob es wirklich stimmt. Das Problem ist halt, ich kann es verstehen, wenn man sich distanziert, aber die Leute münzen das dann immer so um und sagen, guck mal, das muss doch seine Gründe haben, warum er sich jetzt auf einmal online distanziert. Auch wenn du vorher nichts damit zu tun hattest mit dem Internet. Falls dir aufgefallen ist, was ist passiert, bevor diese Sache passiert ist, da habe ich dich doch angerufen, da habe ich gesagt, so, Bruder, da ist irgend so eine Victoria, weißt du, da ist so eine Victoria, die planen irgendwas. Ich dachte dann, die hat was mit dieser Geschichte mit dir zu tun. Ja. In Wahrheit, die haben gegen mich geplant. Weißt du, weil da ein, zwei Wochen nach deiner Sache ist auch einmal so eine Victoria hat sich da vor dir. Und ich dachte, das hat was mit Genghis zu tun. Ich rufe noch Genghis an, ich sage, hey Genghis, da ist so eine, ich glaube, diese Tussi ist diese Victoria und bla bla bla, weil ich habe gehört, die planen da irgendwas. Ne? Guck mal, das mit wo ich dann nach Krefeld gefahren bin, ich bin da nicht dumm und blauäugig hingefahren. Ihr könnt ihr hier, der Gürkan ist mein Zeuge. Wir haben die ganze Zeit drüber geredet, ob das eine Falle ist oder nicht. Selbst an dem Tag, als ich auf dem Weg dahin war, weißt du noch, wo ich gesagt habe, keine Sorge, ich habe was dabei. Ja, das. Und ich zu dem, und ich habe zu dem 100 Mal gesagt, ich sag, Bruder, ruf auf jeden Fall an, wenn du vor Ort bist und so. Erinnerst du dich noch? Ja. Und trotzdem, obwohl du schon was im Gefühl hattest, warst du so horny und bist dahin gefahren, oder was? Das habe ich nicht gesagt. Nein. Wie bist du denn drauf, Digga? Nein, im besten Fall hätte ich... Ah, das wird schon besser weg sein. Im besten Fall hätte ich einen weggesteckt und hätte noch Harleys verkaufen können. Und im schlechtesten Fall... Und im schlechtesten Fall hätten die Idioten versucht, mich anzugreifen und wir hätten live auf Kamera gehabt, wie die sich ganz schnell wieder zurück in ihre Karre verpissen und abhauen. Naja, was heißt der schlechteste Fall? Ich will jetzt nicht sagen, was ich dabei hatte, aber glaubt mir, hätten die gesehen, wären die gerannt. Aber guck mal, ganz kurz, du sagst im schlimmsten Fall. Naja, wäre das ganze Ding nicht rausgekommen mit der Pädophilie-Sache, dann wäre das... Ja, Bruder, aber das mit der... Warte, das mit der Pädophilie hatte bis dato keiner auf dem Schirm. Ich habe ja gesagt, ich dachte, die locken mich da in eine Falle, um mich da lang zu machen. Um dann mit 3-4 Mann auf mich drauf zu gehen. Nee, ich meine, guck mal, du hast dir ja diese Ausmaße gar nicht vorstellen können. Und ich sage dir, Schläge wären wahrscheinlich besser gewesen, als wie wenn... Wisst ihr, wie dieses... Guck mal, weißt du, wie das realistisch wäre, wenn das wirklich so wäre, wie die gemacht hätten, ne? Also wenn das wirklich eine 15-Jährige wäre, wo die eine Falle gestellt haben, bla bla, wenn das... Weißt du, wie ich das einfach gemacht hätte, wenn ich die wäre? Während er sich mit der 15-Jährigen trifft, ich wäre einfach mit Kamera in dieses Zimmer reingegangen, wo der mit der ist. Ja, aber es gab ja keine 15-Jährigen. Und diese richtigen Pädoater, so wäre ich gekommen. Aber es gab ja keine 15-Jährigen, aber genau. Ich meine ja nur, wenn das real wäre. Genau, ja, dann hätten die, wenn ich so dumm gewesen wäre und mich wirklich mit einer 15-Jährigen hätten treffen wollen, dann hätten die mich so ficken können, natürlich. Die hätten es dann auch gar nicht faken müssen. Genau. Dann hätten die so ein Telefonat gehabt und das wäre nicht... Ist ja dann kein Fake mehr. Ali hätte lieber das mit mir geplant, wir hätten den hochgenommen. So. Ey, wo bist du eigentlich gerade live, Bruder? YouTube. Achso, der weiß das gar nicht. Twitch? Nein, Bruder, der weiß, dass wir live sind, natürlich. Ey, Wallah, Insanladin, Bruder, ich hab keine Ahnung von diesem Game. Jemine, der im Internet schwimmt wie so ein Dorfjunge, Bruder. Ja, ich hab beste Ausbildung gemacht in Django Bubble. Ich bin abgewichst und abgehärtet. Mir kann keiner was. Bei mir prallt alles ab. Machst du auch? Achso, du bist auch so aktiv und so.
Ja, jetzt war neuestem bin ich seit einer. Wie lange habe ich Kanal? 1,5 Monate? Irgendwie sowas, ja. Ja, ich habe schon gut Wirbel gemacht für diese 1,5 Monate. Ja. Mit arrogante Partystreit gehabt, jetzt so mit dies, das. Mal gucken, was die Zukunft noch ist. Richtiger Fitnerboy einfach nur. Ja, was soll ich machen, Alter? Ich komme aus einer Fitner-Bubble. Ich komme aus einer Hater-Bubble. Das heißt, wenn man so live geht, wird eigentlich Twitch-Name so, wird Twitch-Name dann geleakt? Wie meinst du Twitch-Name geleakt? Dein Twitch-Name? Nein, Discord-Name, oder? Ich glaube, das sieht gerade, ja, wegen Jenkins haben es vorhin alle gesehen. Aber ist ja egal, die schicken ja eine Anfrage, du musst ja nicht annehmen, wenn das irgendwelche Leute sind. Kann, jeder kann mir eine Anfrage. Ob du annimmst, ist eine andere Sache, ne? Keine Ahnung, Bruder. Ich hab LG schreibt wieder, hat es verstanden. Wir haben schon großartige Köpeks gezüchtet. Wir haben doch hier einen Köpek-Züchter, Digga. Bester Name. Krass, Digga. Der, also bist du. Ich weiß nicht, wo, ich kann gar nicht darüber reden. Weil ich keine Ahnung habe, was da abgeht. Ich hoffe. Bruder, im Endeffekt wünsche ich eigentlich. Vielleicht das Fehler am Platz reihe für jeden. Ich hab wirklich, also der Jenkins weiß das, ich habe ganz andere Probleme. Deswegen, ich kann mich nicht. Es wird niemals im Internet was von mir kommen. Niemals. Du lebst gerade in Holland, ne? Oder wo lebst du? Ja, Bruder, kann man. Oder Deutschland. Live zu sagen, oder wäre das jetzt dumm? Ah, Tom, okay. Aber. Guck mal, die Sache ist die, ich weiß auch nicht, ich glaube, die Leute haben nicht verstanden, guck mal, mir wurde, ich weiß nicht, ob ich das als Drohung, mir wurde damals damit gedroht, wir leaken Bilder von dir. Leaker, Mann, hä, Bruder, also ich glaube, die Leute haben nicht verstanden. Ich schick dir noch Porträtbilder, wenn du willst. Bruder, wenn das eine Drohung ist von mir, Bruder, es ging einfach darum, pass auf, ich wusste von Anfang an, dass ich niemals im Internet, aktiv sein möchte, ne? Und da ich wusste, bevor das schon war, was da auf mich zukommt mit Memes und dies, wir haben es ja schon oft genug gesehen, habe ich mich einfach dazu entschieden, keine persönlichen Bilder von mir hochzuladen, weil ich natürlich auch wie jeder andere Familie habe, ne? Geschwister habe und ich einfach nicht in diesem Internet-Game. Ich habe nie damit mein Geld verdient, ich habe nie einen eigenen Kanal gehabt oder sonst was so. Und dann habe ich gesagt, okay, guck mal, weißt du was? Ich habe einfach keinen Bock darauf, dass aus mir Memes gemacht werden oder so. Und das auf einmal kriege ich eine Drohung, wir veröffentlichen Bilder. Bruder, veröffentlich. Yo. Wenn das direkt. Bruder, ich wünschte, die Leute hätten uns so gedroht. Ja, ich küsse dein Herz. Was denn? Wie süß ist das denn? Ich veröffentliche nicht, Bilder von dir. Weißt du? Was ja auch das Einzige, also das auf richtige süße Basis. Weißt? Das ist ja richtig Ding. Aber die dachten, das trifft dich schon, weißt du warum? Weil du zeigst ja die ganze Zeit dein Gesicht nicht. Die dachten, das ist für ihn First-Case-Szenario. Das ist für ihn das Schlimmste, was passieren kann. Schlauer Move von Goldene Gurke. Schlauer Move von Gott. Ja, das wäre schon krass, wenn du so Kanal hättest, Goldene Gurke. Schlau, was war denn schlauer Mut? Ey, da machst du so Dings, Brudi, da machst du so Sturmmaske und hängst dir so eine Kette mit goldene Gurke-Anhänger um. Und dann machst du so deine Livestreams. Ja, aber dann bin ich doch, Bruder, dann bin ich doch in diesem Game, wo ich gar nicht. Bro, wir machen doch Spaß. Ja, aber als goldene Gurke, Bruder. Also ein Alias. Kein Gesicht, kein Nix, nur deine Gurke sieht man. Also, ich hab immer alles sportlich genommen. Alles cool. Ich weiß nicht, wer darauf gekommen ist, dass ich irgendwelche so viel Fantasie kann nur Ali haben, Digga. Was denn? Mit so viel Fantasie, mit dieser goldenen Gurke, diese Fantasie kann nur der haben. Bari, Adam Bari biraz Türklüğüne değer verseydin, alsaydı sucuğu biraz gold anmanın etseydin. Weißt du, aldı gitti Gurke. Oldu Gurke lan. Nee, aber was, guck mal, das letzte, was ich auf jeden Fall dazu sagen möchte, ich weiß nicht, woher dieses Thema kommt. Also, ach so, weil deine Frage war, die beantworte ich dir gerne sogar live.
warum überhaupt ich? Ja. Ich hätte durch ein Video, was Genghis gedreht hat, die Familie angegriffen. Von wem was? Die Familie angegriffen? Von denen. Von Ali. Von denen? Oder von wem reden wir hier? Das ist Mr. Familienangreifer. Warek, von wem reden wir hier? Weiß ich nicht. Also jeder, der mich kennt, inklusive Genghis, weiß, dass ich nie und nimmer Familie irgendwo guck mal, Bruder. Mit reinziehen. Du hast mir Bruder, sogar noch gesagt, die soll Bruder, ich machen. Bruder, auch wenn Scheiße. Du seine... Bruder, auch wenn Cengiz du seine... Cengiz'in kendisi Familie. Söyledi, duydun değil mi? Yeah. Ben söylemedim, yeah. Aus Respekt. Cengiz'in yeah. Söylediğini dinle. Ich hab sogar Cengiz'e gesagt, mach Cengiz? Nicht, Bruder. Ne dedin sen? Gerade duymadım. Der Gökhan hat zu mir sogar gesagt, mach nicht. Mach nicht. So, Adama aldılar, Strippenzieher yaptılar. Und ich hab gesagt, nee, ist Dings. Ich hab die ganze Zeit meine Fresse gehalten. Der hat über alles von mir hergezogen. Back. Natürlich mach ich meinen Mund auf. Ganz mal, kurz, Bruder. Damit die Leute wissen. Zidane, lauf in den Kästen, guck mal. Genghis hat mir das Video geschickt. Mhm. Da war das schon online. Ja. Ich hab das geguckt. Ich hab gesagt, Genghis, yap mal. Aile falan. Aile falan. Wo ich erzählt hab, dass die Frau drogenabhängig ist. So, Aile falan içine çekilmek. Das ist ja wahr, das ist ja wahr. Das ist zu viel. So. Ja. Da hat Genghis zu mir gesagt, weil, guck mal, Bruder, ich bin immer so, ich denke immer so, ey, was, egal von wem, egal von mir, egal von dir, egal von, was können unsere Familien für unsere Dummheiten, die wir irgendwo machen? Verstehst du, was kann meine Mutter dafür, was kann mein Vater dafür? So, dann hat der zu mir gesagt, das war 1:1, er kann es korrigieren, wenn es nicht so war, hat er zu mir gesagt, irgendwas mit, ja, nee, ich zieh das jetzt durch, weil die haben aus, die machen auch meine Familie, die ziehen auch meine Familie mit rein. Bruder, Genghis ist 33, 34 Jahre alt, was soll ich ihm sagen? Soll ich ihn jetzt, ich kann ihm nichts verbieten. Bruder, das Ding ist, ja, du hast recht, du hast schon recht, Bug. Aber du musst dir jetzt vorstellen, guck mal, ich zähl dir jetzt auf. Fangen wir an mit Miami Johnny. Das, Bruder, du seine Frau, sagen, wer das ist. Miami Johnny ist dieser V-Mann. Dieser, was so, dieser Breite, was mit Genghis kämpfen sollte. Hatırlıyor. Mhm. Hani geldi ya benle Kemal abinin yanına filan Türkiye. Okay, ja. Yeah. Tamam, onlar mit dem, wo er kämpfen sollte. Ja. Yeah. Bak, adamın adı da diese Steffi, oder Steffi hieß die, ne? Wie hieß diese Freundin von dem? Damals. Von Miami Johnny. Ja, wie hieß damals diese Freundin von ihm? Irgendwie, ich glaube, ja, irgendwas mit Steffi. Steffi. Ja, guck mal, aus der haben die Table Dance Tänzer gemacht. Tamam, bak, bei Miami Johnny haben die angefangen mit Familie. Dann haben die mit Genghis mit Familie. Dann haben die bei mir mit Familie. Wen habe ich vergessen? Bei Gökhan haben sie auch auf Dings. Nee, Gökhan. Das muss ich, der Ali, der, ja. das muss ich ehrlich sagen, der Ali war das nicht. Also Familie oder so hat der. Okay, guck mal, und dann haben die jetzt machen, die jetzt drohen die Mazdak mit seiner Familie? Okay. Bruder. Wir aber warum von... ist das denn so eskaliert? Also warum ist dieses... Bruder, soll ich dir erzählen? Auch, Bruder, bei Manuelsen auch. Bei Manuelsen auch. Seine Frau soll Kopftuch ausziehen, weil sie TikTok macht. Okay. Und wenn sie das nicht macht, weil sie TikTok macht, ne, dann hat sie verdient, was mit ihr passiert. Das ist die Aussage. Und mit der Ex-Frau wollten sie Interview machen. Ja, oh, ja, guck mal, das habe ich vergessen noch. Plus noch mit der Ex-Frau, mit Mutter von seinem Kind. Krass. Kurze Frage, ist schon mal jemals jemand von seinen Feinden bei Ihnen auf die Familie gegangen? Eigentlich nicht, ne? Ich habe einmal gesagt, nachdem er meine Familie angegangen ist, habe ich gesagt, hey, hör mal zu, bevor du über meine Familie oder sonst irgendwas redest, dein Sohn ist doch, kümmere dich doch lieber um den. Mhm. Punkt. Da habe ich auch nicht mehr darüber geredet. Weißt du, wie ich meine? Da habe ich gar nicht mehr darüber geredet. So. Aber so grundsätzlich ist eigentlich nie wirklich jemand bei denen auf die. Nee. Also jeder, der sich gegen die gewehrt hat, hat das immer so sauber gemacht eigentlich. Keiner ist und trotzdem. Trotzdem immer waren so, wir immer überlegen. Ja, obwohl wir nie zu diesen Mitteln gegriffen haben, nie auf privat, nie auf Dings und so liegen. Obwohl ich sag dir ehrlich, ich könnte auch. Ich habe auch einige Sachen zugeschickt bekommen. Ich könnte auch so, aber Digga, das ist gar nicht so mein Stil. Ja, Digga, das
Was soll ich dir dazu sagen, Daniel? Das zeigt doch schon deine Qualität, Bruder. Weißt? Ich meine, man kann immer... Guck mal, sagen, wenn du jetzt jemanden, guck mal, wenn du jetzt jemanden privat drohst, ich ficke dich und dein... ist was anderes. Ich befürworte das jetzt nicht, aber ist es was anderes? Das ist noch so irgendwo... Aber wenn du da jetzt ins Internet kommst, meinst du, ziehst da jetzt von da die Familie rein und da die Familie rein und da die Familie rein, das geht nicht. Über die Ex-Frau von, hier, Randy Block schreibt, irgendwie hat jemand mal über seine Ex-Frau gesprochen. Über die Ex-Frau wurde erst irgendwann mal gesprochen, nachdem er schon die Frauen von anderen Leuten zu Huren gemacht hat. Das ist alles seine eigene Echo, was er gekriegt hat. Ja, das war doch das Video, worüber wir geredet haben, wo ich gesagt habe, mach das nicht. Aber ja, wo, genau, das war wo dann Cengiz meinte, dass schon so viel von deren Seite kam, was schon 10-mal schlimmer war. Und dann, was soll man da machen? Ich bin nicht Cengiz sein Dings. Ey, ich habe Cengiz, weiß nicht, bestimmt 2,5 Monate nicht mehr gesehen. Das ist nicht alles so, wie die Leute sich im Internet das vorstellen. Ja, gut, ja, zu der keine Zeit Ahnung. Haben wir uns ja fast täglich gesehen. Guck mal, Gökhan, weißt du, wie das mit mir angefangen hat? Wie denn? Der kommt doch nach Türkei. Der ist doch gar nicht mein Gast. Der ist doch Kemal Abi sein Gast. Tamam mı? Aldılar benden Gastgeber yaptılar. So wie die mit dir gemacht haben. So, du steckst hinter allem, du steuerst und koordinierst. Haben die das aus mir gemacht. Okay. Weißt du, wie ich meine? Und dann aber ist Cengiz noch zu mir. Was wäre denn daran schlimm, wenn du der Gastgeber wärst? Also das nein, das gibt ja daran nichts Schlimmes. Das Ding ist, die wollten einfach, dass der keinen Support kriegt. Weil die haben gewusst, okay, neben uns ist Jigsaw, neben uns ist dies, das, Güzel Evler war, Arabalar war. Das mit dir haben die nur wegen Jiggy gemacht. Weil die wollten einen größeren Namen mit reinziehen, damit das Ganze mehr Aufmerksamkeit kriegt. Ja, ja. Und deswegen haben die gesagt, ich wäre bei dir und Jiggy. Ja, und dann, da haben die, angefangen, guck mal, so hat es angefangen, Bruder. Die fangen an, die nehmen, der Ali hat mal so ein Buchauto gehabt, so ein Crackhead war das, weißt du, der Frankenstein Toba. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nein. Der hat sein Buch geschrieben. Okay. Ja, Bruder, dann setzen die den auf einmal vor die Kamera. Baksana, Adamla hiç bir derdim yok ha. Da sagt der Mann auf einmal, die wollten mich nach Türkei locken, die wollten mich entführen, die wollten es. Ich so, hä? Warum bin ich hier gerade im falschen Film? Meine Freunde rufen mich an, die sagen, Bruder, wen willst du da entführen? Weißt du, ich meine, was ist das für ein Typ? Adam Gibi wird es nicht gerade schon gesagt. Vor allen Dingen, das Geile ist ja, ne, guck mal, Ali hat das ja angestoßen, ne, dass der Toba sowas sagt, ne? Der Toba hat sich ja später entschuldigt dafür. So, aber der Ali selber hat doch, wollte doch, dass mir angeblich was in der Türkei passiert. Mit diesem Typen aus Istanbul, der... Beru Yusuf? Ja, genau. Ja, Beru Yusuf hat mich angerufen, letztendlich mische ich mich da gar nicht ein. Der sollte doch mich packen, wenn ich über Istanbul komme. Ich würde gar nicht bis Kuşadası kommen. Dann hat der Ali doch selber noch gesagt, von wegen, wenn du in die Türkei kommst, Türkei ist mein Land, wir werden dich da packen. Ich komme selber auch nach Türkei zu dir. Und, was war denn? Digga, Istanbul ist, Digga, mächtige Stadt, Digga. Wie will dich da jemand finden, Digga? So einfach. Nein, nicht deswegen. Nein, Bruder, guck mal, ich sag dir ganz ehrlich, ich habe auch mit Beru geredet. Also der Beru Yusuf sagt klar und deutlich, Bruder, ich distanziere mich hier von allen. Ich will damit nichts zu tun haben. Mittlerweile, damals aber nicht. Damals hat er sich erst distanziert, als er gehört hat, bei wem ich zu Hause bin. Ach so, okay, tamam. Ich habe mal eine Frage. Ja. Warum, was ist denn der hauptsächliche Grund, dass das überhaupt zwischen zum Beispiel dir und der Gegenpartei so... Guck mal, Bruder, weißt du was, wie das ist? Guck mal. Der Cengiz ist bei uns. Okay. Der Ali weiß, dass der da, wo er ist, er weiß, wo er ist. Der weiß, Ali weiß es. Warum? Warum weiß er das? Woher weiß er das? Der Ali macht erstmal so ein Video, in Türkei, wer macht so mit ihm, wer versteckt ihn, bla bla bla, dies und das und tralala. Und ich hab doch die Nummer von denen. Warte, fang etwas früher an, Bruder. Erst sagt doch Ali, stell dich gut mit denen. Und so weiter, sei mit denen befreundet. Ach so, nein, das ist ja wieder eine andere Kiste. Ich rede nicht davon. Dazu komme ich auch noch.
Ja, rede, fragt jetzt, aber die Frage ist ja, wie das mit mir angefangen hat. Er macht so ein Video, Digga, der sagt so, ja, wer ist Ding, wo bist du denn, Türkei und tralala. Und dann denke ich mir so, ey, komm, bevor die Sache weiter eskaliert, ne, ich ruf die an, seine Leute rufe ich an, Ali und so, ne. Ich sag, ja, hört mal zu, guck mal, der ist hier bei uns, macht nicht so ein großes Tantana, und zu der Zeit hat Cengiz schon richtig hart gegen den geschossen und Cengiz hat ja auch noch nicht so, das hat schon bei ihm Schaden hinterlassen. Weißt? Okay. Und ich habe gesagt, ich so, guck mal, solange der hier bei uns ist, er darf auch keine Beef-Videos machen. Cengiz, du weißt, haben wir dir nicht gesagt, Bro, lass diese Beef. Ja, ja, durfte ich nicht, ja. Weißt, wir haben gesagt, lass diese Scheiße. Mal konzentrier dich auf deinen Sport. Was lachst du da, du Fickfehler? Nein. Ich durfte nicht, alles gut. Ja, Bruder, das war klar und deutlich, wir haben nur eine Regel. Alles cool, Jungs, alles gut. Ich weiß ehrlich, ich hab neben dem Training aber auch keine Zeit gehabt für sowas. Ja. Ja, nein, für Beef hat man immer die Kraft gefunden. Aber das Ding ist, der hat sich noch gewehrt, Werek. Der hat sich 2 Tage mit mir gestritten. Der hat gesagt, nein, wenn der über meine Freundin redet, also dann deine damalige Freundin, ne? Wenn er über meine Freundin redet, dann mir ist alles scheißegal. Für mich gibt es keine Regel. Und ich habe 2 Tage mit dem gestritten. Da habe ich gesagt, ey, guck mal, Cengiz, scheiß drauf. Mach deinen Sport, scheiß auf die. Kümmere dich einfach um dein Ding. Ich rufe die an. Ich sage, ey, hör mal zu. Hört mal zu, Jungs. Der ist hier. Wir haben jetzt auch mit dem geredet. Wir machen das Ding einfach jetzt, solange der hier in Türkei ist. Sagt keinen Ton mehr gegen mich. Nix, da kommt nichts von ihm. Ne? Mhm. Wenn er wieder in Deutschland ist, könnt ihr wieder euer Ding machen, aber der hält jetzt dicht. Ne? Und dann sagen die, tamam, okay, alles cool, gut, dass wir Bescheid wissen, Allah im Anet, so können sie eh backen, so, ne? Bruder, nächster Tag kommt Video, Ali sitzt dort vor Kamera, Cengiz, wo bist du, wer sind die Abis, zeigt euch doch Land. Jauschak, du hast doch gestern mit uns telefoniert, ne? Okay. Yibni. Senin götünü kim, affedersin, götünü kim sikti lan? İbne. Aber dann komme ich ja wieder zu dem Punkt, der denkt, er ist bei mir, aber er ist nicht bei mir. Ich bin nur derjenige, der mit denen gesprochen hat, weil ich die Nummer habe. Nein, Bruder, er wusste, wo ich bin. Ja, natürlich wusste, nein, er wusste, wo du bist, aber er hat doch das dann so hingestellt, als wäre ich das. Ja. Warum? Der guckt auf mein Instagram-Profil, da ist Jigsaw, ich bin mir der Typ folgt, den Typ folgt, tamam, Asana, Güzel, Promo, was wir mitnehmen können. Er denkt ja, wir funktionieren so wie er. Wenn er jetzt schießt, der neben mir schießt auch, Bruder. Die Leute wollen nichts damit zu tun haben. Ja, die kommen in Real Life, ist was anderes, ob die sich dann einmischen oder nicht. Weißt du, wie ich meine? Das ist ja was. Sehr schön gesagt. Das ja, komm. 100-mal gesagt, Bruder. Weißt du? Ey, wenn es wirklich, guck mal, Bruder, die Leute haben aus mir Rocker gemacht, die Leute haben aus mir Mafia gemacht, die Leute haben aus mir Hintergrundstrittenzieher gemacht, die Leute haben, Bruder, ich bin ein Nichts, einfach ein Bürger, wie jeder andere auch, ich weiß nicht, was die Leute da, also anscheinend läuft die Szene nur noch so, wenn du im Rücken irgendwelche, also guck mal, gedacht wird ja immer, wenn du irgendwas machst und hinter dir jemand steht, der dich dabei unterstützt, da muss dieser Typ Schutzgeld von dir nehmen oder ein krasser Motherfucker sein oder was weiß ich was. Und das habe ich halt nie verstanden. Und ich habe halt immer gesagt, ey, guck mal, ich will nichts davon damit zu tun haben. Ich habe das auch Cengiz oft gesagt, ich will nichts mit dieser Internetwelt zu tun haben. Ich habe gesagt, ey, ich bin offen dafür, mal bei Twitch auf irgendwelche Sachen zu reagieren oder so. Ja, ja. Nicht mit diesen das Sachen macht auch Spaß, Bruder, ja, wenn du ehrlich bist. Ja, aber ansonsten, mein Gott, alles cool, Mann. Wenn ich eine Gurke geworden bin, dann ist das so. Kann ich ja. Guck mal, einer schreibt, Randy Blocks, oh, Gurke ist Konkurrent, Strippenzieher, Sidar, pass auf. Der Gurke, Panimash. Panimash. Nein, Bruder, das hat dann so angefangen. Auf jeden Fall. Dann ist aber Cengiz zu mir gekommen. Der hat bei mir eines Abends, der hat so geklingelt bei mir. Er sagt, ja, Bruder, ich muss mit dir reden, sagt er. Ich sag, ja, was denn? Der sagt, Bruder, Back, denn ihr Taktik ist so. Der warnt mich doch vor. Die triggern dich, du sagst nichts, Und dann werden die immer dreckiger. Dann gehen die auf Familie, dann machen die so.
Weißt du, wie ich meine? Und ich dachte mir so, nein, Muruk, so hart können die ja nicht vorgehen, Alter. Das ist ja nicht. Aber der hat mich ja schon vorgewarnt. Der hat gesagt, ja, Böhle, abcheckt. Bruder, dann ist mir auch irgendwann auf den Sack gegangen, Alter. Das ist mir auch irgendwann auf den Sack gegangen. Was habe ich gemacht? Ali hatte so 3-4 Instagram-Kanäle, Bruder. Ne? Hm. Mit so einem mit 10.000 Follower, einem mit 5.000, einem mit 6.000. Keine Ahnung, ich habe einfach alle geschlossen. Weißt? Weil ich wusste, wie viel ihm das bedeutet. Weil er hat früher seine Ansagen immer über Instagram gemacht. Erinnerst du dich noch? Der hat nicht über YouTube gemacht. Der hat sie über Instagram gemacht. So, da, diese ich ganzen. Ich glaube, der Typ, den ist einfach langweilig, das ist so sein Hobby. Ne, der macht das gerne. Ich glaube, der nimmt das selber nicht mal so ernst. Und er freut sich einfach darüber, nein, Leute live zu sehen. Das ist wie Manuelsen gesagt hat. Der Typ nutzt jede Gelegenheit, um gegen Rot-Weiß zu schießen. Und wenn er nicht an die selber rankommt, dann macht er es über das Umfeld, die zu triggern. Und einfach nur, dass er weiß, das kommt da an, was er für Scheiße macht. Und deswegen macht er das. Woher kommt der Hass jetzt gegen die eigentlich? Er wusste, dass ich bei denen bin. Deswegen sagt er, ja, wer sind denn deine Abis? Hol die mal her, dies, das. Er weiß ganz genau, dass keiner von denen kommen wird und vor Kamera reden wird. So, warum sollen die mit dem reden? Keiner wird mit dem reden. Keiner redet mit dem. Deswegen hat Manuelsen den auch so lange ignoriert. Weil er einfach ein Zinker ist. Keiner will mit dem was zu tun haben. So ist ja, auch wenn der keiner wäre, auch so will keiner was mit ihm zu tun haben. Das hat ja auch einen anderen Grund, warum... Weil die Mann, ja, da war mal eine Feindschaft, Digga. Ja, nee, jetzt nehmen wir mal an, er hat nicht das gemacht, was er gemacht hat. Da war eine Feindschaft, Digga, die wollen nichts mit dir zu tun haben. Punkt. Ja, das erklärt sich doch von selbst. Weißt? Und der einzige Grund, warum mein Fellow Abi da hingegangen ist und mit ihm geredet hat, ist wegen dieser scheiß Meme-Seite, Alter. Der Mann ist ausgerastet, Digga. Und den gepackt. Und ist auch nicht so, wie er das hinstellt. Oh, wir haben uns getroffen. Ja, dann sind zu dir nach Hause gekommen. Du hast die Tür nicht aufgemacht. Die haben beide geklingelt. Du hast wieder die Tür nicht aufgemacht. Da haben sie deinen Freund geholt. Also dein Freund ist gekommen. Der hat dann dich runtergeholt. Weißt du, wie ich meine? Und da haben sie so kurz haben die ein bisschen fertig gemacht. Dort sind gegangen. Naja, Punkt. Er stellte so dar, als hätten sie geredet. Am Tisch ist das. Was für am Tisch? Das war vor seiner Haustür. Ja, ich weiß das. Ich hab das Video gesehen. Die haben den kurzen Moment gemacht und sind gegangen. Ja. Haben die auch. Die haben mich fertig gemacht. So, die Schlerne, mich Schlerne, ab der Ebene und so. Dies, das. Ich weiß doch, Rochius und Bune und so. So stinkt hier, winkt hier, diese. Von diese Ding stinkt hier, kommt nicht von irgendwo. Das ist halt so. Wieder Karl Köhler. Bruder, weißt du, was ich nicht verstehe? Es gibt so viele Sachen, die will ich auch gar nicht verstehen. Dieser Typ aus Gelsenkirchen will jetzt auch gegen ihn auspacken, ne? Den er da benutzt hat, um den Helm zu klauen. Ach so. Den hat er ja auch länger Versprechungen gemacht. Und soweit ich das mitbekommen habe, haben die dann ihm Bescheid gesagt und um Hilfe gefragt, dies, das. Und der Ali hat gesagt, die müssen selber zusehen, wie die damit klarkommen. Das weiß ich schon. Der Junge hat diese. Meinst du dieses Video, was ich gepostet habe? Meinst du den Jungen? Ja, aus Gelsenkirchen Horst. Ich habe das ja gepostet, das Video. Ach so, okay. Ja. Das habe ich ja verbreitet. Kann sein, und ja. Und ich habe mit dem Jungen geredet. Der will einfach nur jetzt seine Ruhe haben. Der will das dann so. Ich habe auch mit dem geredet. Aber der wollte doch erst auspacken oder nicht? Ja, wir wollten drüber reden, aber das Ding ist, dass ich glaube, es ist besser, wenn man das einfach draufschreibt. Ja, jetzt halt Ali jetzt zu dem gesagt, komm, vor Kamera, dies, das, aber wir sagen zu dem Jungen, hey, zieh deinen Weg, mach das Ding zu, leb dein Leben, weißt du, wie ich meine? Das Ding soll einfach in Vergessenheit geraten, hol dich nicht in Scheiße rein. Und was denn? Ein Ali hätte gleich zu dem gesagt, komm, setz dich hier vor Kamera, rede. Ich habe auch mit dem Jungen geredet, der hat mir so ein bisschen diese Situation erklärt und dies und das. Ich habe gesagt, ich so, Digga, ist alles cool, du brauchst dich mir nicht erklären. Der hat doch nicht, der hat jetzt bei mir und der hat jetzt auch nicht schlecht geredet oder so über Ali, der hat einfach nur gesagt, der will jetzt einfach seine Ruhe haben. Fertig, das ist ein erwachsener Mann mit bei mir Familie hat und das war's. Über den geredet. Ja, das ist halt die Sache, Bruder, die meisten, die Familie, da hat doch keiner Bock drauf, ehrlich jetzt. Da hat wirklich keiner Bock drauf und auch keine Nerven.
Aber man muss halt gucken, ne? Wenn man sich da mit Leuten einlässt, die Elogie da mitmachen unbezahlbar. und dann kann sowas passieren, ne? Also wie gesagt, das kann passieren. Das Ich sind halt auch. kenne die Story gar nicht, Bruder. Ich weiß gar nicht, was. Ich meine nur, guck mal, man muss halt immer ein bisschen gucken, so, worauf lässt man sich ein, wo macht man mit, wo macht man einfach mit, so. Und wenn man erwachsen ist, dann weiß man auch, okay, von was distanziert man sich, bei welchen Aktionen und bei was nicht. Ich glaube, das war so auch ein bisschen eine kleine Lehre, so für andere Leute einfach zu sagen, ey Leute, private Sachen, so, hey, egal was, solche Sachen, macht da nicht mit. Aber ich Macht da habe ja die einfach nicht Hoffnung in mit. die Menschheit nicht verloren. Also ich habe viele, 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 viele Kommentare gelesen, da wo das war, ne? Die auch gesagt haben, ey, was hat eigentlich Gökhan damit zu tun? So von welcher Ecke habt ihr, so ist, ja, sollte der jetzt kommen, Digga? Also von Das welcher ist Ecke ja habt eine ihr ihn? Million Euro Frage in dieser Bubble. Was hat. So. Voll, aber das haben auch voll viele geschrieben. Was hat eigentlich Göcker mit dieser Bruder? Das Einzige, was ich gemacht habe, ich saß für einmal, das war total spontan, in einem Stream von Genghis Ja, da hast du von der Seite geredet, ich erinnere mich. und habe gesagt, dass es nicht korrekt ist, da Familie mit reinzuziehen oder was weiß ich was, Bruder. Daraus wurde ein Ding gemacht. Daraus wurde ein Ding gemacht. Und ich habe direkt am Anfang gesagt, ich habe gesagt, ey, ich werde niemals im Internet über irgendetwas reden. Weder auf eine Frage beantworten, noch auf eine Ansage oder eine Beleidigung reagieren. Niemals. Niemals. So. Und trotzdem wurde weitergemacht. Und weiß nicht, Bruder. Ja, nee. Ja, ist ja klar, wenn du das sagst, dass wir das natürlich erstmal austesten. Das Wir Beste gucken, ist dass sie halt, als man dich das privat klären trotzdem wollte, kriegen. kam halt keiner, ne? Da haben alle die Tür zugemacht und so getan, als wäre nichts. Ja, weil die gar kein Interesse daran haben. Es ging ja um den öffentlichen Auftritt von vornherein. Keiner hat Interesse gehabt, das zu klären. Darum ging es ja gar nicht, weißt du so? Gökhan. Wo Ja, Bruder. Wolltest du nicht erzählen, wie man dich holen wollte? Das Ach, wollten Bruder, die. scheiß drauf. Ich hab gar keinen Bock. Ey, Mo, mit Mo war aber lustig. Nee, Ja, der warte. Mo Ich ist hab gar keinen allerbeste, Bock. Alter. Wir sitzen einfach in Essen. Wir haben, keine Ahnung, anstrengenden Tag hinter uns. Es ist so 2, 3 Uhr morgens. Wir sitzen noch kurz zusammen, bevor Gökhan nach Hause geht und ich nach Hause fahre. Und dann schreibt der Mo irgendwas von. Erst labert er mit uns, erst labert er uns voll. Und dann schreibt er irgendwann so: Schick mal Standort. Wer? Mo. Mo ist bester Wir Mann, haben Digga. Nichts gesagt: gegen Ey, wir Mo. können uns gerne mal treffen, dies, das. Dann meint er so: Ja, schick mal Standort. Ich sag: Soll ich dir jetzt um 3 Uhr morgens Standort schicken? Ich sag: Bis du kommst, sind wir nicht mehr hier, ne? Sag ich zu ihm so: Sag, wann du kommen willst, wir treffen uns, das ist kein Problem. Und daraus macht Mo in seinen Videos, ja, die wollten mir Standort nicht schicken, die hatten Angst vor mir. Digga, das Ding ist bei Mo, der ist eigentlich kein Verkehrter. Er ist Wenn du ganz das dem, anders, wenn du mit guck mal, ihm redest, er ist wenn du übel dem, wenn korrekt. du das dem klar machst, wenn er das wirklich verstanden hat, dass es nicht so ist, wie er denkt. Das ist aber der schwierige Punkt. Das ist der schwierige Punkt. Wenn du das dem klar gemacht hast, du kommst super mit dem klar. Das Ding Übel. ist aber, wenn er von etwas überzeugt ist, was aber total irre ist, so wie bei mir. Der hat aus mir Ding gemacht. Guck mal, alle ganz, jeder hat gegen den Videos gemacht. Er hat das so hingestellt, so wie, als würden Hannebut und was weiß ich noch, was für Namen, mir Geld geben und ich die YouTube-Abteilung bezahlen, dass wir den Mo klein halten. Und ich das Geld, guck mal, das war die Theorie. Ja, aber das ist doch Ich schon habe eine größte wahnsinnig, Alter. Sprachnachricht ausgetauscht mit ihm. Damals, das war genau vor einem Jahr, der hat ein Jahr Videos gegen mich produziert. Auf diese eine Sprachnachricht. Also diese paar Sprachnachrichten, was wir, nicht eine, sorry, paar. Aber wie lustig sind die Videos? Wie geil. Ich kenne jedes Also einzelne. ohne Ach, Scheiß, viel. ich find's faszinierend, welche Zusammenhänge er immer schließt. Ja, ne, jedes Mal aufs Neue bin Mal, ich baff, wie er sagt, so, das ist der hängt ja. mit dem und der wird da. Man hört dich nicht mehr. Man hört dich nicht mehr. Ah, sorry, ich bin auf Ausgekommen. Ich sage, ich find's auf jeden Fall faszinierend, wie er so sagt.
wer mit wem zu tun hat und dass Hells Angels eine eigene YouTube-Abteilung haben und Leute finanzieren und klein halten und dies und jenes. Bruder, aber warum hast du mich zum Aufseher davon gemacht? Von wo kam das? Guck mal, das Ding ist, ich weiß schon, so wer das kam. Wenn das mal so wäre. Nein, ich weiß schon, wer ihm das eingeflüstert hat, aber den Typ wird auch wie ein Schlag wie ein Donner treffen. Wenn das so wäre, dann muss man einfach fragen, wie unfähig kann man sein, Alter? Wenn wirklich Gelder fließen und dies und das, dann muss man sich sagen, wie unfähig ist dann diese ganze Auftrag? Weißt du? Stimmt, ja. Ja, guck mal, das Ding ist halt, der Mo weiß aber auch, wie er die Leute triggern kann. Also denkt man nicht, dass wenn er Sachen raushaut. Der hat das ernst gemeint. Der hat mir selber gesagt, dass er das ernst gemeint hat. Ich rufe ihn ab und zu immer noch an und ich mache Witze mit ihm darüber. Weißt du? Wenn mir langweilig ist, rufe ich den an und mache Witze darüber. Schade, dass er nicht da ist, Alter. Lachkick. Bester Mann. Also, ich verstehe auch nicht, was der von Glück haben will. Ich ja, Bro, die Sache ist mit ihm das was anderes, Bruder. Da wird's. Guck mal, die Sache ist, er hat halt komplett übertrieben. Ja, hiç girmeyen detaya burada kapatalım. Ich weiß şimdi soracaklar ne dedi. Und das so. War nicht cool, das weiß ich noch. Das cool. Ich meinte nicht, dass ich das lustig fand. Ne? Nein. Seine Sprüche, der hat doch so coole Sprüche. Guck mal, der nimmt meinen Nachnamen, der macht aus meinem Nachnamen Gay Candy. Der nimmt Ding, der macht Naschko, Taschko. Der macht Frankie. Der hat schon geile Sprüche. Er hat die besten. Beauty. Wie nennt er jetzt Sammy Waldeblow? Weil der Blow mein ganz DC. Der 50 Cent hat nicht. Der 50 Cent hat nicht keine neuen Jahre. Der 50 Cent hat nicht. Nein, er sagt 50 Jahre. Cent hat 9 Kugeln bekommen und 50 okay. Cent hat 9 Jahre bekommen. Ist schon lustig, aber man muss schon lachen. Ich musste auch immer, wenn er über mich Sprüche rausgehauen hat, ich habe mich immer selber totgelacht so. Und er hat auch über meine Videos gelacht. Deswegen, wir verstehen uns auch so gut, weil er fand meine Videos immer lustig und ich seine. Ja, aber so, wir haben uns das nie wirklich übergenommen. Bei euch hat er aber nicht übertrieben. In Sachen. Bei mir hat er übertrieben, aber der hat sich auch richtig ernsthaft entschuldigt. Der hat sich richtig entschuldigt. Das hat er mal zu einer Zeit gemacht, vor 1,5 Jahren. Der hat sich richtig, richtig übertrieben gehabt. Aber dann hat er mir den Zusammenhang erklärt, warum er übertrieben hat. Ich weiß auch, wer dahinter steckt. Ne? Ich werde das, was er da gemacht hat, an den rauslassen. Weil wenn du dem einredest, dass ich das über ihm gesagt habe, dass ich das so über ihn rede, ne? Obwohl ich kenne ihn gar nicht, ist ja normal, dass die Reaktion dann von ihm ist, ne? Das ist dann eine normale Reaktion, dass er dann das Gleiche zurücksagt. Aber dann stellt sich raus, dass der eine Typ lügt. Das heißt, ich mache nicht ihn dafür verantwortlich, ich mache den einen dafür verantwortlich. Und wenn ich den... Der eine wird dann schon sehen. Ich will da seinen Namen nicht spoilern. Wenn er hier zuguckt, ich werde das schon irgendwann an dir rauslassen. Ich halte mich nur gerade bedeckt, was deine Person angeht. Ja, Fakt ist, bei Gökhan und mir hat er halt übertrieben, Alter. Und da kam noch keine Entschuldigung. Ja, sprecht euch mal mit dem aus, Alter. Komm, morgen auf meinem Kanal. Ja, Brudi, ich bin ja nicht dafür, jemanden hinzugehen und zu sagen, entschuldige dich. Nein, frag ihn mal, warum er das macht. Doch, er muss kommen und sich entschuldigen. Aber frag ihn doch erstmal, warum er das macht. Was ist die Geschichte? Warum hält er so an dieser Geschichte fest? Warum er dich angeht? Das musst du erst analysieren. Solange du das nicht rausgefunden hast, wirst du mit Mo gar nichts klären. Der hält doch auch an dieser Pedo-Geschichte fest. Nein, das hält der nicht fest, der weiß das fix. Ja, aber selbst nachdem Full Ernst das geleakt hatte, hat er noch Wochen danach das so getan, als würde das stimmen. So, ja, da wollte ich bestimmt triggern, aber mittlerweile weiß er, dass es fake ist. Er hat mich ja gefragt, ich habe gesagt, das ist fake. Der so, okay, wenn du das sagst, glaube ich dir. Er denkt ja auch, Carsten Stahl ist pädophil, Bruder. Von was reden wir hier? Ja, aber glaubt er das wirklich? Bruder, man. Nein. Oder es sagt, ich weiß es nicht, Bruder. Nein. Bei Mo weiß ich manche Sachen nicht, was er glaubt. Ja, deswegen, das ist ja die Kunst an der ganzen Geschichte. Er bringt das so rüber. Er kann den Leuten alles verkaufen, weil er alles so trocken und selbstverständlich überbringt. Ja, aber Bruder, deswegen ist Mo nicht ungefährlich. Ist das jetzt Genieverhalten oder hat er eigentlich einen an der Waffel? Also, wenn ich mit ihm rede, hat er keinen an der Waffel.
Das ist eigentlich Genie-Verhalten, wenn ich ehrlich Also bin. ist das Show von ihm? Mehr oder weniger. Also, guck mal, Das ist ja die jeder ist Frage ja. gerade. Glaubt er die Pass mal Scheiße, die auf. er von sich gibt? Oder ist er voll das Schauspieltalent? Ich würde sagen, Ich meine, sag man du sagt ja, zuerst, Genie sag und ich. Wahnsinn liegt manchmal nah beieinander. Ja, also Mo, guck mal, ich sag dir mal so, guck mal, wenn ich mit ihm rede, ne, ich würde mir das manchmal wünschen, aber der ist da nie wie vor der Kamera. Er ist so, wir lachen viel, wir können so normal reden, weißt du, was ich meine? Über alle Sachen. Wir reden ja über alles, ne, Mo und ich. Also, wir reden nicht nur über Videos, wir reden so über, keine Ahnung, Frauen, die wir kennengelernt haben, wo man gut was essen gehen kann. Also solche Geschichten, wirklich, wie man mit seinem Freund, weißt du, einem guten Freund redet und so. Und ich muss auch sagen, der erzählt mir manchmal Sachen, da bin ich ein bisschen so selber überrascht. Der hat schon seine gewisse Erfahrung auch in seinem Leben gemacht. Also er ist nicht so in privat, wie man vielleicht erstmal denken mag. Tatsächlich. Das Ding ist bei mir, ich versuche ihn oft von manchen Sachen, die er mir erzählt, weil ich weiß, dass es nicht so ist. Weil ich einfach mehr Wissen habe in manchen Sachen, ne? Was gewisse Leute angeht. Und ich versuche ihn 100 Mal zu erklären. Ich sage, Bro, das ist nicht so. Das ist nicht so. Aber er nimmt das nicht an. Er nimmt das einfach nicht an. Er will das nicht annehmen. Er will das nicht annehmen. Er will es nicht, weil er glaubt daran. Und das ist jetzt dann meine Meinung. Und er sagt dann so, okay, das ist seine Meinung und das ist meine Meinung. Weißt du, wie ich meine? Er nimmt Ach, es einfach nicht ja. an. Das ist aber auch so ein Ding, ne? Also, da verstehe ich dich auch nicht. Digga, Mich? Mich? Ja. Mich? Brudis, weil du den Mo sizin gut lafınızı redest. kestim de last my next war, Bruder, ben uykudan kalktım, ben ölüyorum, Alter. Ja. Ben Ah, yerim. okay. Ja? Tamam. Hau rein, wir Ich gucke telefonieren euch mal noch ein bis was, um zu, Bruder. Bruder. Tamam mı? İnşallah sieht man sich nächste Ja. Woche. Hat mich auf jeden Fall gefreut. Ya, mich Jungs. auch, ey. Sana yine geçmiş olsun, ne, Bruder? Sağ ol. Aynen. Allah razı Kendine, olsun. herkese iyi bak. Sen Görüşürüz. de, Bruder. Abi Görüşürüz, auch ne? hadi. Cengiz, wir Görüşürüz. hören uns, Bruder. Bruder, guck mal, du sagst, weil du den gut redest. Bruder, guck mal. Ich sag dir wirklich, das Problem bei dem Jungen ist nun folgendes. Das ist nur das einzige Problem. Du musst Schau erstmal sie, Bruder. verstehen, warum der so denkt. Das ist eigentlich kein Verkehrter. Das ist eigentlich kein Verkehrter. Das Der muss meine ich aber nicht, aber er kapieren. redet doch über Leute schlecht, die wir kennen und die wir Ja, schätzen. Digga, ja, und ich vers guck mal, ja, und ich versuche ihm ganze Zeit zu erklären, weil das nie enden wird, dass das nicht so ist. Ich sag ganze Zeit, hey, Mo, wach auf. Yani kendine gel. Kendine gel. Und bei mir hat es ein Jahr gedauert. Bak, bei mir hat es ein Jahr gedauert, dass er das kapiert hat. Belki olur, yarın bir gün onları da anlar, kapiert der das auch. Da ist jeder diesem Bella los. Mo Weißt du, spielte was früher ich. schon immer Steine, Schere, Blech. Weißt du, was ich meine? Er hat halt so seine eigene Geschichte. Und diese eigene Geschichte praktiziert er aber auf alle. Darfst du auch nicht Es vergessen, Genghis. ist was passiert. Nein, nein, es ist wirklich was zwischen denen vorgefallen. Aber diese Geschichte. Und das ist so wie, wenn du und ich uns jetzt streiten, ne? Und ich praktiziere diese ganze Geschichte, was zwischen dir und mir passiert ist, auf dein ganzes Umfeld. Und sag, das waren die alle, aber es warst nur du. Ding ist, vielleicht kannst du es Weißt ein du, was ich meine? bisschen besser nachvollziehen, Jengis. Guck mal, wie viele Leute auch ganze Zeit lang gegen ihn geschossen haben. Wirklich, von allen Seiten. Ja, Jeder aber ist auf der ist den auch Typen mit irgendwo. Nein, nein, aufgesprungen. aber, nein, nein, aber du Aber musst auch da ist er doch verstehen, selber dran er ist auch schuld. selber schuld. Er ist auch selber Er schuld. hat doch von Anfang an angefangen. Ja, aber ich meine, wenn man dann einmal in der Situation ist, ne, und danach, ja, hat er, das stimmt, das stimmt. Aber irgendwann mal. Bist du so verbissen in dieser Rolle? Wisst ihr, was ich Ja, meine aber so? wer hat den großen. Guck mal, ich habe den Typen nie erwähnt, ne? Ich habe nie Ich hab's Videos gegen den gemacht. gemacht, ich habe den nie Sammy hat erwähnt. gemacht. Viele Du kleine Leute. und Sammy wart das hauptsächlich. Nein, Und ich und Sammy. Nein, nein, über. nein, nein. Viele andere auch. Nur Sammy und ich waren halt auffällig, weil wir halt dann relativ schnell in der Bubble halt Übertrieben. Aufmerksamkeit bekommen haben. Ihr Aber habt es doch haben ja noch übertrieben. viele kleine haben. Ich habe nie übertrieben, sonst hätte mir Mo nicht. Mo hat gesagt, ich habe nie übertrieben.
Mo hat gesagt, er fand es selber lustig und ich bin nie unter Gürtellinie gegangen. Deswegen. Ja, und bei mir hat er gedacht, ich bezahle euch. Ich sag nicht, dass du übertrieben hast. Ich sag nur, dass du und Sammy die meisten Sachen gegen ihn gemacht habt. Also ich habe das von den anderen nie so mitbekommen. Das kann sein, ja, aber weil wir auch mehr Aufmerksamkeit hatten halt, ne? Weil Mazdak reagiert hat und weil, ja, keine Ahnung. Also ich rede jetzt wirklich von diesen Leuten, die guck mal, ich denk solche nur eins, Videos genommen haben. Ich denke mir nur eins, ne? Warum dieser Typ für mich einfach Link ist, ne? Ich habe mit ihm auch vernünftig geredet, an dem Tag noch. Ich habe ihm vernünftig erklärt, guck mal, so und so ist das gelaufen. Auch diese Pedo-Story. Wir haben uns auch am Telefon gut verstanden. Ja, alles aber gut. Das Jesus hat ein Video gegen dich gemacht, ne? So hat er mit mir auch gemacht. Wir haben vernünftig geredet. Pass auf. Geschrieben hat er asozial, ne? Geschrieben hat er asozial. Dann habe ich mit ihm telefoniert. Dann hat er vernünftig am Telefon mit mir geredet. Ich habe ihm ein paar Sachen erklärt. Es kam so rüber, als hätte er es verstanden. Ich leg auf. 20 Minuten später, er schreibt wieder so asozial mit mir. Ich denke mir so, hä? So, habe ich das gerade geträumt, was war? So, Telefonat eingebildet oder was? So, und dann denke ich mir so, wenn er bei mir sowas macht, dann überlege ich, was war denn mit Mazdak? So, der ist da hingegangen. Die haben einen Tag zusammen verbracht, die haben da zusammen gegessen, die haben geredet, der hat seine Frau, glaube ich, auch kennengelernt. Weiß ich nicht, auf jeden Fall haben die sich kennengelernt, persönlich. Dann trennen sich die Wege und er fängt dann auch an, über diese Person schlecht zu reden. Und das ja, ist eine Sache, warum? Die finde ich richtig hochgradig abartig. Wenn ich mich mit Leuten persönlich treffe, wenn ich Leute persönlich kenne und mit denen mich unterhalten habe, mich verstanden habe und, dann tue ich persönlich mich sehr, sehr, sehr schwer damit, gegen diese Person irgendwas Falsches zu sagen. Okay. Da muss ja, erst von der Seite irgendwas Hässliches kommen, damit ich dann gegen denjenigen was sagen kann. Schünke, bei uns sag mal Hatterwart. So, weißt du, wenn du... Ja, das recht. Wie übersetzt man Hatter? Ja, so, das sowieso, zwischenmenschlich oder so, oder was? Nein, wenn du. Es hat einen gewissen Wert, wenn du mit jemandem zusammensaßt, gegessen hast und so weiter, dann kann man, dann schließt sich das aus, dass man sowas macht. Es sei denn, es ist etwas Gravierendes vor, verstehst du? Guck mal, deswegen sagen ja auch Leute zum Beispiel bei mir, guck mal, Mazdak, zu mir kommen voll oft Leute und sagen, ey, der Mazdak hat da aber nicht so gut über dich geredet. Warum sagst du denn nichts? Der Mazdak hat hier nicht so gut über dich geredet. Warum sagst du denn nichts? Weil Zidat auch öfter. Ey, der Zidat hat da nicht so cool über dich geredet. Ja, warum sagst du denn Humor nicht, ja? Warum sagst du denn nichts? Und ich bin jemand so, bei Leuten, die ich persönlich kennengelernt habe, ich halte da lange meine Schnauze, ich sag da nichts. Weil man kennt sich halt und das hat eine Bedeutung, das hat einen Wert, das hat ein Gewicht. So, weißt du? Und ich habe aber das Gefühl, bei dem Mo ist das null so. Und ich mag Menschen nicht, die so sind. Ja, aber er war ja nie wirklich gut mit jemandem, ne? Er war bei Mazdak, hat jetzt, ich will jetzt da, in dieser Story nur, wie ich es mitbekommen habe, war halt so, er war bei Mazdak, ne? So, und die haben das Video gedreht, er ist da extra hingeflogen und dann hat am nächsten Tag Mazdak, wo er ihn verlinkt hat, ihn komplett aus seinem Video so rausgenommen. Warum, weiß ich nicht, so, keine Ahnung. Naja, ist auch eine Story, da war ich nicht dabei, ich kann es nicht genau sagen, ich will dazu... Ja, Bruder, das habe ich ihm so gesagt, guck mal, ich habe ihm Mo diese Situation so erklärt, ich sage, Mo, Warek, der hat nur deinen Namen aus der Beschreibung genommen. Das ist so, wie wenn einer kommt und bei dir so macht, du hast gleich Motorkettensäge rausgeholt, du gehst gleich auf den los, Vollkontakt. Aber weißt die hatten was? Ja schon vorher Beef. Die hatten ja vorher Beef, er hat aber wieder diese... Geschichte, wo er da in Spanien hat, mit dieser Geschichte kombiniert, so mit seiner Erzfeind-Geschichte, hat er in Zusammenhang gebracht, dann hat er so komplett rot gesehen. Er hat übertrieben, meiner Meinung nach. Er hat aus Fliege Elefant gemacht. Weißt du, wie ich meine? Also, komm mal, ich will nur eine Sache sagen. Er sollte die Kuh melken, er hat die Kuh geschlachtet. So hat er gemacht. Ich wäre vielleicht auch sauer. Ich hätte natürlich nicht so wie Mo reagiert, aber ich wäre auch sauer gewesen, wenn ich zum Zumachen extra dahin fliege, Kamera, Video und danach so wirst du reingenommen und so und hast dir vielleicht gedacht, okay, ich mache mir den Weg. Was jetzt nicht entschuldigt, dass er jetzt die ganze Zeit immer noch so gewisse Grenzen überschritten hat, das will ich nicht sagen. Nur eine gewisse Wut kann ich verstehen, aber gut, Alter, wir wissen ja nicht. Ich weiß, dass der Mo jetzt gerade aktuell
Weil ich habe mit ihm geredet, weil es mich stört. Es stört mich einfach, dass er zum Beispiel über Nebi und so redet. Ne? Und ich habe gesagt, Digga, das stört mich, habe ich gesagt. Weißt? Das geht nicht. Und ich weiß, dass er das zurzeit eigentlich nicht macht. Hm. Ich habe gesagt, Bro, ich habe gesagt, nimm Mazdak vor, nimm dir Massi vor. Alles cool. Ihr seid YouTuber, macht, bumst euch. Alles cool. Ich will nur aber, eine Sache sagen, aber, Hussein hat der verzeiht jeden. Aber ich habe gesagt, aber, habe ich gesagt, aber lass die Frauen da raus, ja? Lass die da raus. Lass diese Scheiße, Alter. Weißt du, ich meine? Okay, das mit Sammy hat, seine Frau hat sich da selber zuzuschreiben. Warum? Weil du nimmst Kontakt mit dem auf. Du hast diese Tür aufgemacht. Dass der sagen kann, dass der dort sich hinsetzen kann und sagen kann, so, die hat sich bei mir gemeldet, weißt, Fenaschko, Maschko, du weißt Bescheid. Das war die Büchse der Pandora. Ja, das war, weil er hat jetzt nicht angefangen, über die zu reden, von seiner eigenen Eier, sondern weil die den Kontakt gesucht hat und da irgendwas über Sammy bei ihm auf dem Kanal labern wollte. Das ist wieder eine ganz andere Situation. Aber das, was er da mit Mazdak gemacht hat, mit seiner Frau, ich sag ihm bis heute, sage ich ihm, ich so. Aber ich glaube, der zieht sich auch langsam zurück von dieser ganzen... Ja, ganz kurz. Wir tun ihm gut. Ja, ich habe gemerkt, also ich denke, seitdem ich da so den ersten Kontakt mit ihm aufgenommen habe und wir jetzt mit ihm sind, beruhigt er sich auch. Ich will nur eine Sache sagen. Er hat mit mir ja telefoniert und er meinte ja wegen der Freundin von Sammy dies und das und jenes. Da meinte er auch, ey, ich will gar nicht schlecht über Sammy reden. Wir wollen da nur was klarstellen, aber er sagt, das würde ich nicht machen, das geht mir auch zu weit. Hat er mir wirklich gesagt. Ja, das weiß ich nicht. Darüber will ich mich nicht urteilen, was man da sagt und was man da tun. Ist am Ende immer zwei verschiedene... Ja, aber ich glaube in das so. Wo ich damals mit Sammy diesen Streit ganz am Anfang hatte und ich dann mit ihm den Talk aufgenommen habe... Hat er auch irgendwas kurz über Sammy gesagt? Ich wollte nichts sagen. Er meinte, ey, pass auf, Full. Wir brauchen nicht über Sammy zu reden. Ich weiß, dass du so, das kommt nicht gut und so. Ich will das gar nicht ausnutzen. So hart, wie er auch austeilen kann, so herzlich kann er auch sein. Das muss man ihm halt lassen, so. Wenn man mit ihm mehr zu tun hat, weiß man das. Hast du gesehen, was er letztens mit mir gemacht hat? Vor einer Woche. Hast du gesehen, was er mit mir gemacht hat, Jaggis? Nee. Der hat irgendwas in den falschen Hals gekriegt. Der hat irgendwas in den falschen Hals gekriegt. Bruder, der hat sich da hingesetzt. Der hat angefangen, über mich zu reden, ne? Ich so, was machst du? Weißt du warum? Weil der Skeptiker ist in meinen Chat gekommen und er und der Skeptiker haben sich gestritten, ne? Okay. Und später habe ich dann den Skeptiker, als dann ich den zweiten Livestream gestartet habe, habe ich gesagt, hey, in meinen Chat... Weil die Leute sind dann auf den Skeptiker im Chat losgegangen und dann habe ich gesagt, hey, keiner soll über diesen Jungen schlecht reden, egal wer über den Jungen schlecht irgendwas macht, haben sie gesagt, ich fick den, bla bla bla. Ist das? Ne? Das ist das auch ein Rapper. Okay? Skeptiker? Ja. Habe ich komplett verpasst. Ja, auf jeden Fall. Dann und der Mo hat sich dadurch angesprochen gefühlt. Ne? Mit diese, wo ich gesagt habe, ich fick dich und so. Also egal, wer über den bla bla bla. Bruder, der Mo macht Video auf einmal gegen den und gegen mich. Ich sag, ich mach Livestream. Ich sag, Mo, komm mal rein in diese Livestream. Ich sag, Bruder, der Junge liegt am Sterben. Ich mach sein TikTok auf. Der macht so, der hat so Diagnose zum Sterben. Weißt du, wie ich meine? Der wird abkacken. Ja, darüber hatten wir kurz geredet, ja. Ja, ja, genau. Ich bin ganz kurz im Bad, Alter. Ich muss einmal Wasser lassen. Gleich wieder da. Ja. Was ist das? Hat er den Stuhl bestellt, was Expo unten in der Beschreibung gepackt hat? Was meinst du? Was meinst du? Chat, wer war heute bei mir im Stream? Meint ihr, er hat den Stuhl bestellt von Expo, was er unten in die Dinge gepackt hat? Also das muss sondern, also dieser Stuhl muss schon einiges aufhalten. Ich würde mich gerne, ich frage mal gleich den Jengis, wenn er gleich da ist, wie viel er wiegt. Meinst du, er beantwortet das? Kann ja offen damit umgehen, so. Was? Ob er den, ob der den Stuhl von Expo hat? Nein, bei wie viel Kilo der gerade ist. Mich würde eher interessieren, ob der den Stuhl von Expo in der Beschreibung sich gekrallt hat.
Ey, Chat, schreibt mal rein, was denkt ihr, wenn wir den jetzt fragen, was der sagen wird? Schreibt mal ganz kurz eure Meinung rein. Aber schreibt ganz schnell und danach schreibt dann voll viele Nachrichten, dass diese Zahlen so verschwinden. Nicht, dass wir den hier kränken. Da ist er schon. So, was? Wo bist du schon da? Ja. Was habt ihr wieder ausgehandelt über mich, ja? Was 300 Kilo plus? Warte, ey, Chat, noch nicht. Warte, wir müssen erst fragen. Wir fragen erst. Wartet. Bruder, voll ernst, frag du, das war deine Frage. Was denn? Achso, Cengiz, bei wie viel Kilo bist du eigentlich gerade? Ich bin unverändert seit ich, also ich war ja in der Türkei, habe ich ja abgenommen, ne? Dann bin ich zurückgekommen, hab wieder zugenommen und wiege genauso viel wie vor Türkei. Ich bin bei 182. Oh, Enzo! 82? Ja. Alter, Enzo, du bist aber ganz schön nah dran, Bro. Aber du bist auch groß. Wie groß bist du? 1,86. Ja, 1,86, wow, schon. Also nicht klein auf jeden Fall. Mashallah, mein Böhr, mein Löwe. Mein Architekt. Oh, mein Architekt, Benim. Aber ich weiß auf jeden Fall, wer gelogen hat mit seinem Gewicht letztens. Wer? Ich habe einfach gehört, dass Ali Bombayé gesagt hat, er wiegt 130 oder so. Ah, der ist klein, Bruder, der ist klein. Ja. Echt, ist der klein? So groß, der ist so groß wie ich oder ein bisschen größer nur. Aber der wiegt trotzdem mindestens 150. Meinst du? Safe. Meinst du? Der ist ja so klein und kompakt, oder? Oder ich weiß es gar nicht. Also, der kommt mir so klein und kompakt vor. Digga, du warst ja, als du in der Türkei trainiert hast, du warst ja nur am Laufband. In der Türkei war ich auf 165 runter. Ja, und du warst am Laufband und du bist diese Treppen gelaufen, wie von Yu-Gi-Oh! Diese Ding. Kennst du von Yu-Gi-Oh!? Der hat doch diese Ding. Da ist doch sowieso Pyramide, so diese. Weißt du, was ich meine? Du weißt nicht, was ich meine, ne? Bruder, da waren so Treppen, die der gelaufen ist, ne? Die waren abartig, ich schwör's dir. Digga, hättest du die gesehen, ne? Vor allem die richtig geistesgestört bei Mittagshitze. 42 Grad, Alter. Ist das überhaupt so gut für die Gelenke, so direkt Gas zu geben? Alter, scheiß mal auf Gelenke, das war nicht gut fürs Herz bei der Hitze. Dass ich keinen Herzinfarkt gekriegt habe, war alles. Digga, das wär... Hey, Beste war... Da ist doch mal dieser eine... Hausmeister gekommen. Der sich dort mit dir gestritten hat. Ey, dieser Hausmeister. Während du live warst im Pool. Dieser Hausmeister war. Nein, weißt du, was er gesagt hat? Der hat dich gefickt. Der hat sich gar nicht gestritten. Weißt du, was er gesagt hat? Was? Guck mal, morgens ist ja keiner aufgestanden, um schwimmen zu gehen. Aber nachts oder morgens, der hat anstatt nachts, hat er morgens diese Chlor reingemacht, frisch. Ja. Und der hat mir gesagt, ey, ich hab da erst frisch Chlor reingemacht, du kannst noch nicht rein ins Wasser, komm da raus, sonst kriegst du Dings hier, Ausschlag, dies, das. Mhm. Und deswegen bin ich da aus dem Wasser raus. Und ich hab mit ihm geschimpft, warum er das denn morgens macht, anstatt abends zu machen. Ja. Deswegen haben wir uns gestritten. Und weil das ein kleiner Spanner war, Alter. Ich seh auf einmal, Bruder, so im Internet, so ist da so ein Video, ne? Ich guck... Ich so, hä? Das ist so ein Meme? Oder so irgendwas von so einer Trollseite? Ich so, warum ist da Cengiz im Pool? Weißt du, wie ich meine, was ist da? Ich hab den einen Tag aus der Villa rausgeschmissen vom Hof. In welcher Villa war das? War das oben oder unten? Die kleine mit dem kleinen Pool. Achso, Tamam, das war oben. Okay. Voll der Dings, Alter, Lan. Tam Shedevs ist so ein richtiger perverser Spanner, war das, Lan. Ich gucke auf meine Handy. Ich muss morgen früh raus und ich habe einfach richtig krass überzogen, Alter. Ich werde morgen früh an der Arbeit an euch denken und euch verfluchen, auf jeden Fall. Beste war, wie Django von der Liege geplumpst ist, erster Tag. Leute, haut rein, ne? Von welcher Liege? Von welcher Liege bin ich denn geplumpst? Von welcher Liege? Weiß ich auch nicht mehr. Chloroform? Chlor, Mann. Chlor kommt da rein. Nee, da waren. Da ist der eingepennt im Stream. Im Stream eingepennt, von der Liege geplumpst.
Wenn das passiert wäre, müssten noch jede Menge Memes darüber geben. Bist du eingepennt? Kunterbunt, weißt du das 100%? Du warst manchmal so K.O. vom Training. Ich weiß noch, du hast einfach so im Stehen gepennt. Ey, das war schlimm, Alter. Wallah. Aber auch geil irgendwie. Hat auch Bock gemacht. Ich vermisse das. Boah, Bruder, dieses Wetter ist doch zu... Das war zu abgewichst. Aber die Zeit war auch zu kurz, ne? Sag ich dir ganz ehrlich. Ich hätte von Anfang an dann so 3 Monate insgesamt direkt bei euch. Nicht erst 1 Monat bei Opa und so. Die Zeit war auch zu kurz. Wärst von Anfang an gekommen. Ja. Aber das muss man, da muss man sich eigentlich anstatt 3 Monate, muss man sich ein halbes Jahr dafür Zeit nehmen. Und dann... Danke dir, Digga. Jetzt hättest du das 2 Monate durchgezogen. Du hättest bestimmt 40, 50 Kilo abgenommen. Ja, in einem Monat waren ja wie viel weg? Du hast was heißt 1 Monat? Du hast doch nicht mal diese ganze 1 Monat trainiert. Du hast 3 Wochen warst da. Da waren 20 Kilo weg. Ja, du hast 2 Wochen trainiert und eine Woche hattest du doch diese eine Pause. Ja, ne? Ja. Ja, und in diese 2 Wochen hast du schon 20 Kilo verloren. Boah, krass, ne? 3 Wochen 20 Kilo, Alter. Ja, 2 Wochen 20 Kilo. Diese eine Woche hast du ja Zengesden, Tosden, eben der Hitler, Hilton, Milton und so. Ich weiß schon. Wenn du gesünder Matsch hatte. Nein, nein, das war 3 Wochen Training, Bruder. Eine Woche war das. Das war die letzte Woche. 3 Wochen Training. Okay. Ja, auf jeden Fall. 3 Wochen 20 Kilo stabil. Aber wie ein Behinderter hat er mich auch trainieren lassen. Ja, Bruder, einfach nur auf Laufband und Start. Ja, auch das Schwimmen. Also, zweimal am Tag eine Stunde schwimmen, dann Treppenlaufen, dann Laufband, Schattenboxen und Dings. Später ja auch Kraftsport. Kraftsport habe ich nicht mitgekriegt. Ab der zweiten Woche auch Kraftsport. Wo wir das Fitnessstudio gewechselt haben, wegen Jiggy. Bei mir haben wir uns nur getroffen für Tauchpilau. Ja, genau. Bei dir war ich dann immer essen. Ja, Tauchpilau. Mittags, alle kommen, Tauchpilau. Musik mit dieser Aussicht, der ist das, alle wieder verteilt. Jeder ist wieder auf seine Mission. Tauchpilau, Alter. Jeden Tag Tauchpilau, das war echt wild. Ja. Ich vermisse das aber lang, dieses Tauchpilau. Mit dieser scharfen Soße. Ich kann das nicht sehen, Alter. Kemal Abi und ich ein bisschen näher, Dick Morgono. Jeden Tag, ich kann das nicht mehr sehen. Ja, ein bisschen übertrieben schon. Könnt ihr jetzt bitte über Full Kelp lästern? Ein Tag, wie der bei euch war. Ja, erster Tag, wie der bei euch war. Ach so. Da hat er gestreamt und meinte noch, er wäre voll müde. Ach so, ja, das kann sein. Deine ganze Technik hat er abgekackt in Türkei. Das war so schlimm mit Internet in der Türkei, Alter. Wallah, das war so schlimm. Ich habe die ganze Zeit irgendwelche Gigabyte-Karten gekauft, Alter, weil das Internet in der Villa so scheiße war manchmal. Dann hat auf einmal einer das mitgenommen. Gian, ja. Ja, genau, Gian und Erdal hatten das. Ja. Dann Gian hatte ich 2-3 Tage kein Internet. Ich weiß. 20 Kilo, wenn man fett ist. Also bist du zu mir gekommen, dann wollten wir diese Ding bei mir machen. Guck mal, was der einer schreibt. 20 Kilo, wenn man fett ist, sind in der Woche gemacht. Als Dünner Hering mache ich locker 10 Kilo die Woche. Die ersten 20 Kilo sind nur Wasser. Was du redest, Alter. Das kann auch, ich weiß jetzt nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass das falsch ist, was der da sagt. Aber ist ja nicht so schlimm, nur ich rede jetzt von der Zahl, 20 Kilo ist viel. Nein, die Sache ist, was hätte ich noch mehr machen sollen, als das, was ich gemacht habe, verstehst du? Nein, du hast ja alles Maximum gemacht. So, ich habe insgesamt, 4 Stunden oder so am Tag trainiert, Alter. Was hätte ich denn noch machen sollen? Keine Ahnung, du. Oder ich weiß. Und Essen war jetzt auch. Das Einzige, was man an Essen noch machen hätte können, ist komplett gar keine Kohlenhydrate. Aber dann hätte man das Training nicht geschafft. Weißt du, an was ich mich erinnere? Aber ich weiß nicht mehr, was der Inhalt war. Da hat mich doch mal dieser Erkan Sekan angerufen wegen dir. Weißt du noch? Wo wir vor Gym waren, da um die Ecke. Und dann wollte der unbedingt mit dir reden, der hat so irgendwas. Was wollte der denn, Alter? Erkan Sekan. Boah, erinnere ich mich nicht mehr, Alter. Da habe ich dich doch mit dem telefonieren lassen und so.
Ja, aber ich weiß nicht mehr, was er wollte. Den hast du Keine nicht, Ahnung. ne? Das waren Nein, auch nein. irgendwelche Psychosenfilme, die der Irgendwas gespielt hat. Uninteressantes auf jeden Fall. Irgendwas bestimmt wegen Ali oder so, keine Ahnung. Nein, das hat mit irgendwas anderem zu tun. Der ist voll verrückt, Mann. Von Der dem ist habe ich auch richtig. länger nichts mehr gehört. Macht er immer noch Videos? Ja, der geht ab und zu live und dann, wenn wir sehen, dass er live ist, dann gehen mein ganzer Chat, wir gehen alle in seinen Stream und dann schreiben die alle Sida des King, Sida des King, wir nerven den so eine halbe Stunde und dann gehen wir wieder raus. Ja, mit den Leuten will ich aber auch nichts zu tun haben. Ja, will man auch nichts zu tun haben, aber ich meine nur, wenn ich schon sehe, der fertige Kuchen, weißt du, ich meine, kannst du so, oh, push da as Ibn Elik Yapmada, weißt du, als ich noch gar keinen Kanal hatte, deswegen, ist auch okay. Ja, ja. Weil çünkü bizim hani bu bizim vindeki sapığı var ya Ja. dolduran o. Ya, da habe ich mir schon gedacht. Dolduran o. Das habe ich mir schon gedacht. Şimdi wenn der sich da bizim vindeki çocuk oraya oturuyor hani başlıyor böyle bilmem ne böyle virüs hikayelerle başlıyor ya. Yani anfängt ne? Al, ondan alıyor bilgileri. Ach so, okay. Verstehst? Böyle sahte mahte şeyler veriyorlar çocuğa, gösteriyorlar. Oh Mann, Alter. Kapıyız. Onun için diyorum ya, yani der ist kein Verkehrter. Yalnız onu dolduran birkaç kişiler var. Ama zu denen komme ich, onun arkasındakine de daha geleceğim. Ist der Enrico hier eigentlich schon wieder weg? Der war doch hier auch im Chat. Er macht bestimmt morgen Video. Über, ja, über Fully. Ja. Was haben die ja? Was haben die? Die haben meinen Kopf gefickt mit diesem Ding. Ich Mann, kann Leute, diese. ich merke immer Ey, wieder. Enrico, warum markierst du mich immer, Bro? Warum markierst du mich? Ich hab doch nichts mit deinen Videos zu tun. Ich komm doch da drin nicht mal vor. Wieso werde ich immer markiert? Man merkt einfach, wie verbittert manche Leute sind, wie nachtragend die auch sind. Ich bin zum Beispiel überhaupt nicht nachtragend so. Kann mich heute mit einem streiten, morgen kann ich mich mit dem vertragen, wenn nicht die falschen Worte gefallen sind. Aber viele hier im Chat beharren darauf, dass man so richtig nachtragend ist zu jemandem. Die wollen das Streit sehen. Ja. Die wollen Streit sehen, aber soll ich auch was sagen, Chat? Wir lassen hier keinen Streit zu. So, auch wenn wir uns streiten, wir lassen nicht zu, dass die andere Seite sich daran ergötzt. Nur Außerdem das ist schon einer der Gründe, warum wir immer wieder zusammenfinden. gibt es auch Schenke. interessantere Streits. Das ist einfach die Sache. Ja. So. LG, was hast du? Guck mal, du bist immer auch in meinem Chat, du streitest dich immer mit. Du streitest dich Boxbieren-Video immer ist mit absolut Polyester. Legende. Guck mal, das Boxbieren-Video ist auch bis heute komplett. Erklär denen mal, dass wir davon nichts wussten. Ja, alle denken, wir haben das organisiert, diese Das Boxbieren-Video. Boxbieren-Video ist auch komplett fehlinterpretiert. Also erstens mal da ging es nur um Kondition. Leute sagen, ach guck mal, wie der haut. Da, wenn ich dagegen hau, guck mal, ob man vor einem schweren Boxer haut oder ob man vor einem Ball haut, den brauchst du nur antippen und der fliegt weg. Das Ding, dieses Doppelendball, ist nicht dafür da, um da hart gegen zu hauen. Das ist dafür einfach nicht gemacht. Ein Boxsack Ich ist glaube dafür auch da. nicht, dass sie darüber gelacht haben. Wer sagt denn das? Ja, doch, es schreiben Leute, guck mal, wie er haut, wie lasch er haut und so. Da haut ja ein Kindergartenkind härter. Und das sind Leute, wo ich mir denke, du weißt nicht mal, was ein Doppelendball ist, wie man an einem Doppelendball trainiert und du sagst, ich schlag da lasch vor. So, du kannst doch nicht von einem Doppelendball, wo du 1 Kilo Kraft aufwenden musst, damit der durch die Gegend fliegt, kannst du doch nicht hart zuhauen. Doppelendball ist eigentlich dafür da, dass du dich viel dran bewegst und ausweichst und so. Mir ging es aber darum, weil die Leute gesagt haben, Miami Gianni hätte ja voll krass Kondition und ich würde direkt nach 2 Minuten aus der Puste gehen. Mir ging es darum, dass ich uncut 1 Stunde lang an diesem verdammten Ball rumboxe, ohne dass mir die Puste ausgeht. Und Ja. das hätte ich gerne mal von einem Miami Gianni gesehen, dass er 1 Stunde lang an einem Doppelendball trainiert. Ich glaube, der packt das. Uncut, glaube ich nicht. Ich glaube, der packt das, So wie der Digga. jetzt aussieht, glaube ich nicht, dass er das packt. Ich weiß nicht, Alter. So also einer, der viel Sport macht. Ich glaube schon, wenn er sich da wirklich reinsetzt, der packt das.
Also der Typ macht viel Sport, Mann. Ja, aber guck mal, der ist, der, nein, der wiegt zu viel, der hat zu viel Muskeln. Guck mal, wenn der 130 Kilo wiegt mit Muskulatur, dann kannst du das ungefähr mit meinem Gewicht vergleichen, weil Muskeln noch mehr Sauerstoff ziehen, weißt du? Der rennt auch, der joggt keine Treppen hoch. Der ist platt dann. Der hat die Kondition nicht. Ich kenne doch voll viele Bodybuilder. Ich habe doch einen Kollegen gehabt hier, der hat einen Supplement-Shop gehabt und so. Da ist die Ausdauer nicht da, Bruder. Was meinst du, warum keiner bei UFC so aussieht? Ja. Leute, die so schwer sind, das kannst du knicken. Und so wie der aktuell aussieht, hat er sowieso wieder ordentlich an der Wundertüte genascht. Ja, ne, der ist ja auf jeden Fall breiter geworden. Ja, bestimmt Wachs oder Das heißt, der ist sowieso wieder voll on juice, wie man so schön sagt. auf jeden Fall, da sind schon was Das war Schaltzentrale lustig, herrscht. mit der Wasserflasche festgemacht auf Veranda. Das hat ein Onkel von uns gemacht, weil er da dran immer trainiert hat, morgens ein bisschen seine Routine gemacht hat. Einfach so, um den Kreislauf morgens auf Schwung zu bringen. Und ich habe an dem Ding dann Der einfach andere war weitergemacht. voll gut, ja. Der war voll der nette Mann, ne? Ja, auf jeden Fall. Und der war Onkel. ja auch früher so übergewichtig und so, weißt du, Ja, was ja, der ja, ja, erzählt ja, ja. hat? Ich habe ja viel mit ihm gesprochen. Was? Ja, auf jeden Fall mir 20 Kilo waren ja weg. Wann kommt die Reaction raus zum Stimmt, Morgen? wenn die posen bei Weltmeisterschaften, kippen die danach um. Genau, das ist das. Die gehen ja auf die Bühne und posen ja dann, ne, bei Mr. Olympia. Dieses Muskeln anspannen und so und die Posen machen, die kommen davon aus der Puste. Du kannst hier mal Dings, hier gibt es so einen Leon Arkona. Leonidas Arkona. Der macht sein Posing. Der Junge ist mit einer der stärksten Leute in Deutschland mit seinen 22, 23 Jahren. Der ist komplett aus der Puste, nachdem er ein paar Posings gemacht hat. Ich sag dir ganz ehrlich, ne? Wenn so sportlich. Also ich glaube, wenn du das geschafft hast, ich glaube, Miami schafft das auch. Glaube ich, das ist so meine Einschätzung, weil. Keine Ahnung, Digga. Ich denke, dass der Typ. Kann schon sein, dass er nach einer Zeit aus dem Arsch atmet. Dagegen sage ich nichts. Aber ich glaube, kann mir gut vorstellen, dass der fit ist. Kann ich mir sehr gut vorstellen, weil ich kenne auch viele Bodybuilder, die breite so in seinen, die auch fit sind. Also die auch. Weißt du, wie ich meine? Also ich habe noch keinen kennengelernt, der nicht schnell aus der Puste kommt. Also du hast. Mein Bruder hast du ja gesehen, ne? Ja, Der war früher, der war, nein, 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 der war ja, aber der war ja früher so wie Miami, Alter. ich wollte gerade Und. sagen, bei allem Respekt, aber deinem Bruder hätten da 20, 30 Kilo Muskulatur noch gefehlt. Ja, nein, das, was du ihn gesehen hast, so wie du ihn gesehen hast, war seine magersüchtige Form. Ja. Weißt du, So ich meine, aber ich wie dein meine. Bruder aussah, als ich ihn getroffen habe. So stelle ich, das ist ja eine Figur von einem Fighter. So, weißt du? So, zwar Ja. muskulös, aber nicht so viel, immer noch beweglich und so. Aber Miami Gianni ist ja in seinem Dings, der ist ja Schwergewichtsbodybuilder, so vom Dings her. Das Ding ist, er war ja auch so. Ich weiß ja, wie er war, weil er war ja auch mehrfacher deutscher Meister und Bodybuilding und so. Weißt? Und deswegen, ich weiß ja, wie er war, Alter. Weißt du, ich meine, so, der hatte auch böse Konditionen, Digga. Böse, böse. Aber das hat auch was damit zu tun, der war auch Rudern und so. Du kennst diese Rudern an Ja, dem. Ja, der hat auch das gemacht. ja. Ja, aber das Weißt? ist ja dann wieder was anderes. Wenn Weißt? du aber in einem Fitnessstudio, wenn das, guck mal, wenn das Maximalste, was deine Kondition belastet, einfach Kniebeugen und Kreuzheben sind, wovon willst du die Kondition haben? Ich weiß nicht, du weißt, ich weiß ja nicht, was der privat treibt, der Typ. Das ist halt Deswegen meine ich ja, ich Bodybuilder. will mir kein Urteil bilden. Vielleicht tut der ja irgendwas machen oder so. Ich will mir kein Urteil darüber bilden. Weil Ja, wenn der er Typ. jetzt privat noch jeden Tag eine Egal, Stunde weil Kickboxen trainiert, ich ist will was den nur nicht anderes. zum Müll reden. Ich will den nicht zum Müll reden, und weil er das ist, was er ist. Weißt du, was ich meine? So. Wenn, vielleicht hat der, vielleicht kann der es ja, ich weiß es nicht. Guck mal, bestes Beispiel ist dafür, ich sage das immer wieder. Schöne Grüße auch an dieser Stelle an Bego, an unseren Bruder Bego. Bego hat ja auch mal geboxt. Und Bego wiegt ja jetzt auch so 150, 160 Kilo oder so. Ja.
Da hast du gesehen, eine Runde war Luft raus. Ja, aber der ist ja, bei dem merkt man ja, dass er eine Luftpumpe ist. Bego ist keine Luftpumpe, Bruder. Also so, ich erinnere doch gegen diesen Berkan. Berkan, ja, den haben wir doch. Hey, warst du dabei, wo wir den in Türkei getroffen haben? Ich war, nee, du, da war eine Woche vor mir oder so. Aber ich habe Ja. den Berkan auch gesehen. Ich habe den bei Dings gesehen. Vorm Tattoo-Studio habe ich den gesehen. Mit so einem gefälschten Off-White-T-Shirt. Ding, nein, das war. Ich guck, gab's doch diese ganzen Videos im Netz. Ja, der und seine Freundin sind nicht zusammen, die Stars, tralala, die haben nichts miteinander zu tun. Ich guck, warte, die sitzt so vor mir. Weißt du, ich meine, ich so, hä, Digga, ich gucke auf mein Handy, ganze Internet ist damit verseucht, dass die nicht zusammen sind, nichts miteinander zu tun haben, aber ich gucke auf mein, weißt du, ich meine, aber die sitzt so vor mir. Hat Ja. mich auch. Der, ach, die ich kenne, wo er mit so viel Bargeld rumrannte. Ja, wo ich dann zu dem gesagt habe, hey, du Spasti, das denkst du, wo du Bier bist, Alter. Hab ich gesagt, bring sofort dein Geld auf die Bank. Weißt du, der zeigt so, der hat so ganze Tasche voller Geld. Ich sag, Digga, die bumsen dich hier. Guck mal, die ganzen Kellner sind alles Kurden. Aus Mardin, aus Diyarbakır. Mach mal das Ding wieder zu. Weißt du, ich meine, die nehmen dich hier auseinander. Da hat der doch sogar noch einen mit uns getrunken und so. Da war Hammer, der, wie hieß seine Hammer. Freundin? Die ist doch auch Influencerin. Das war auch so geil. Ich bin in Kuşadası. Das erste Mal da Hafen, da die Ecke, ne? Wo die Ja. ganzen Dings ist, wo wir da auch in dem Restaurant Ja. waren. Ich bin das erste Mal dort. Ach du, ich war sogar mit dir, glaube ich. Oh, mit mir warst du, Und mit mir dann und Gigi. kam Dings. Dann kam so ein Pärchen an und hat mich doch erkannt, wollte Foto machen. Kann Das sein. war erste Tag in Kuşadası. Ja. Ja, der, wie ist dieser Berhan seine Freundin, Mann? Also seine Ex-Freundin, die ist auch Influencerin, TikTokerin, glaube ich, aber die war doch auch da. Euch habe ich dann nochmal gesehen, dich und Gigi habe ich dann nochmal gesehen, da war ich Dings, Du, da wo wir gerannt sind. da war ich im Hilton Hotel. Ja, da wo wir gerannt sind. Ich weiß nicht, was in diese Genau, in so, in chinesische, so, bei diesen Chinesen. in so, in so einer Kneipe oder so, da saß ich am Fenster und ihr seid dran vorbeigelaufen. Ja. Ja, genau. Was auch immer ihr da getrieben habt. Oder frag nicht, frag nicht. Wegen dem, ich kam immer an Bella. Ich wollte gerade sagen, mit Gigi ist immer Bella, ne? Dem ist immer Bella. Warte kurz. Rambo 51, der große Nummer, oder redet Playboy nur? Was? Ich kenne keinen Rambo 51. Sarah Sarita war mit dem Bertrand zusammen. Berkant. Sarah, war das, hieß die Sarah, warte, ich guck mal ganz kurz in Google. War das die Sarah Sarita? Keine Ahnung. Keine Ahnung, ich habe die auch einmal mal im Beach Club getroffen. Oho. Allein oder was? Nein, mit Altekin Abi und so. Hier ist Altekin Abi. Der, dieser alte, dieser Party, gibt's auch diese Paten von Köln. Diese Doku. Ja, ich glaube schon, Dieser ja. Altekin Toy, der hat doch, die, der Berhan, das ist für Berhan wie ein Vater. Der Okay. war, Berhan war bei ihm zu Gast. Ja. Sarah Sarita, ist das die? Nein, das ist die nicht. Uiuh, wer ist das, Alter? Auf jeden Fall, ja, die waren ja bei Altekin Abi zu Gast. Weißt? Ah. Und der hat ja auch aufgehört mit YouTube und so. Er hatte ja voll den Shitstorm und der hat bei Ding gearbeitet. Du weißt doch, diese eine Brücke, wo man zu Kemmerlar fährt. Ja. Ne? Auf dieser Brücke war so ein Büro, ist so ein Bürogebäude gewesen. Und da drin hat Berhan gearbeitet an Börse. Die haben Börse gemacht. Okay. Die haben Aktien verkauft. Und deswegen hatte der auch immer so Taschen voller Geld. Ja. Weißt du, ich meine, weil das war immer so das, was er dort verdient hat. Ah, okay. Weißt du, ich meine, und ich habe ihm immer gesagt, ich so, Digga, Berat, Adam und Moruk, du brauchst Türkei lang, du kannst doch nicht mit Çanta voller Kohle hier rumrennen, Alter. Weißt du, ich meine. Vor allen Dingen dann so, dass es auch immer jeder sieht, wenn er aufmacht. Bade bir das üstüne darza böyle.
Ja, das Ding ist, ja, und du weißt ja, diese Ecken, wo wir waren, das war jetzt auch nicht so gerade oder touristische Keller, weißt? Ja, klar. Und dann, ja, keine Ahnung, Alter, warum der das gemacht hat. Warum hast du als dein Profilbild von diesem Livestream Polizei Nordrhein-Westfalen Duisburg genommen? Hast du da so Mann, ein Polizeistream? das war so altes Dings, ja. Hast du was schon eingespeichert ist? Ja, war eigentlich, ich habe das ja später Ah, wegen gesehen. Ali damals, wo du wohl Ja. wegen. Was ist aus dieser Geschichte geworden? Ja, nix, ne? Die haben mich zweimal eingeladen. Einmal bin ich gegangen, zweite Mal nicht. Letztens kam noch mal ein Brief zu mir, dass ich, die haben doch in meinem Namen eine Fake-Anzeige gemacht. Ich gehört. Wo ich dann ja gesagt, angerufen habe Aber und warum gesagt haben die habe. das gemacht? Damit die dann später sagen können, dass du die gezinkt hast, Ja, oder? genau, damit die sagen können, ich hätte angezeigt. Okay. Aber ich habe ja bei der Polizei Ja, angerufen. auch wenn du die angezeigt hättest, Digga, die zeigen ja jeden an. Ja, ich weiß, aber nur weil die das machen, ich habe immer Okay. noch, auch wenn Leute das nicht glauben, ich habe immer noch Deine eigenen Regeln da. erstens das und ich bin mit Leuten aus dem Club gut und die finden sowas nicht cool, wenn man Leute anzeigt. So, dann Ja, bist du halt du lebst dann. in diesem 1% an dem, ist ja okay. So, und auf jeden Fall habe ich dann bei der Polizei ja angerufen gehabt und habe gesagt, ey, ich war das nicht. Wie kann das sein, dass hier einer in meinem Namen. Der kam doch hier. Geburtsort oder so, Afghanistan war doch da, stand doch da irgendwie drin oder so. Ja, Dann habe ich gesagt, guck mal, ich bin das wurde nicht. auf Afghanistan geschrieben. Ja, irgendwie sowas. Und dann habe ich da gesagt, ich war das nicht, die sollen die Scheiße mal da wegmachen und ich werde auch keine Aussagen machen. Das eine Mal, wo ich dahin war, hingegangen bin, war ja über Staatsanwaltschaft, dass ich dahin musste. Dann habe ich da auch gesagt, ich mache keine Angaben, keine Aussagen. Da hat doch der Ali damals gesagt, er geht zu seinem, sein Anwalt lässt sich Akten ein sich geben und dann wird er den Leuten öffentlich zeigen, was ich ausgesagt habe und was nicht. Ja. Ja, Bügener braucht Geld immer, bis heute nichts Ah, erkannt. das war doch einer der Gründe, warum der dich in der Türkei nicht bei uns haben wollte. Ja, das hat er behauptet, ich hätte ihn Genau, angezeigt. genau, Kemal genau. Abi hat mich dann noch gefragt, ich habe gesagt, Yemin Billah, ich habe auf gar keinen Fall. Habe ich irgendwen angezeigt oder ausgesagt oder sonst was? Oder im Nachhinein. Das, was er dir vorwirft, dass du im Internet vor der Kamera gesagt hast, so und so und so, ne? Dass seine Freundin dort und dort arbeitet, Ja. okay? Bruder, der macht das aktuell mit Mordfälle. Ja. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, die sind ja jetzt alle rechtschaffene Bürger geworden. Ja, die sind ja Ding, Anzeigen glaube ich. ist ja okay. Ja, nein, Digga, mach doch was du willst. Ich habe hier bei unserer Zahnfee im Video in den Kommentaren gelesen, wo einer schreibt Biker und Anzeige, wo er drunter kommentiert hat, ich bin kein Biker, ich bin ein rechtschaffener Bürger. Ja, das ist doch dummes Geschwätz. Dass er kein Biker ist, glaube ich. Ich meine, woher Das ist, so? glaube ich, auch. Aber ich meine, dass er ein rechtschaffener Bürger Der ist, fährt glaube höchstens Roller, weißt du? ich. Der kann sich keinen leisten. Auf jeden Fall. Weiß. Seit wann gibt es polizeiliche Aussagen in den Akten? Keine Ahnung, wenn es zu einer Verhandlung kommt Warte. und ich mache da eine Aussage, dann wird ja vor Gericht die Dings. Meine Aussage, die ich bei der Polizei getätigt habe, ist ja dann zu sehen. Und wenn dein eigener Anwalt Akteneinsicht anfordert, dann siehst du ja, dann hast du ja auch die Unterlagen, die dem Richter zur Verfügung stehen. Warte mal ganz kurz, hier stellt einer eine Frage. Sida, kennst du den Rapper Tatverdacht, der mit LG und Jigsaw Beef hatte? Hast du in Türkei ihn getroffen? Du, guck mal, als er diesen Beef hatte mit Jiggy, der hat aus dem Nichts, Digga, aus dem Nichts, hat er einfach den Jungen beleidigt. Einfach so aus dem Nichts, ne? Nicht nur, na, ich muss mal eben auf den Chat antworten, nicht nur nach der Verhandlung, auch vor der Verhandlung. Dein Anwalt muss sich ja da einlesen, worum es überhaupt geht, und dafür beantragt er Akteneinsicht und dann sieht er, was da vorgeworfen wird, was man selber gemacht Die haben soll Polizei und so und ermittelt hat, bla bla bla, so ja. ein Ding, alles. Auf jeden Fall, guck mal, Kilo G. Dieser Tatverdacht, der ist einfach so. Ich habe ein Video irgendwann von dem gesehen, dass er dort irgendwo in Türkei hockt und nicht mal weit weg von uns.
ne? Und dass er einfach anfängt zu beleidigen. Weißt? Mhm. Und wir haben bis heute nicht verstanden, warum der das gemacht hat. Weißt? Und dann irgendwas hat Kemal Abi damit den geklärt. Mhm. Weißt, ja, Otrmus und Didim, der Antalya da. Und dann, weißt du, ich meine, das ist ganz schnell geklärt. Und ja, warte, was wollte ich denn jetzt hier gucken? Ich wollte hier irgendwas gucken. Irgendwas wollte ich hier gerade gucken, ja. Und dich fragen. Aber nicht doch die polizeiliche Aussage, das wäre ja gefährlich für den, der ausgesagt hat. Ja, natürlich. Guck mal. Deswegen kann man ja Zeugen auch einschüchtern. Guck mal, hier ist... Und wenn diese Gefahr besteht, dass Zeugen eingeschüchtert werden könnten, das nennt man ja Verdunklungsgefahr. Ne? Und dafür kann dann jemand vorzeitig in den Knast wandern. Also Untersuchungshaft. Auf jeden Fall. Ja. So. Ja. Ich meine, ich bin zwar kein Anwalt, aber so ein bisschen die Male, die ich vor Gericht stand, kenne ich mich deswegen schon so ein bisschen damit aus. Hast du Crack verkauft, Digga? Hä? Hast du Crack verkauft? Nein, niemals. Ich habe heute ein Video geguckt von Expo. Ach, das ist so ein altes Video, wo der sagt, dass du Crack-Dealer bist. Und dann habe ich gefragt im Chat, ich so, okay, stimmt das, dass Jenkins Crack verkauft hat? Da voll viele Leute haben ja gesagt. Ja, ich kann dir sagen, warum. Mir wurde vorgeworfen, Kokain und Bull. Mir wurde vorgeworfen, Kokain und Cannabis. Ja. Dass ich das verkauft habe. Man konnte mir aber nur Cannabis nachweisen. Für Cannabis wurde ich auch verurteilt. Und in irgendeinem Beschluss, ich glaube in dem Durchsuchungsbeschluss, den ich mal in die Kamera gehalten hatte, stand halt von wegen Kokain, Crack, dies, das, irgendwas. Das war aber Koks und Dings. Koks, also die haben an der Waage Koks-Anhaftung gefunden. Ja, deswegen haben sie Kokain mit reingenommen und halt das Cannabis. Aber ich wurde verurteilt wegen Cannabisverkauf. Was hast du bekommen? Ein Jahr und 6 Monate auf 3 Jahre Bewährung. Und welche Menge? Die haben bei mir gefunden knapp 110 Gramm. Boah, das ist ja nichts. Ne, ist nichts, aber ist trotzdem viel Strafe dafür. Ist auch viel Strafe. Ja. Bei uns wärst du sogar vielleicht eingefahren dafür. Aber ich habe keine Bewährungsauflagen bekommen. Nein, bei uns wärst du sogar vielleicht dafür eingefahren. Das kann sein, ja, in Bayern oder Dings. Nein, Baden-Württemberg. Baden-Württemberg. Dann kriegst du 1 Kilo, kriegst 5 Jahre. Normalerweise das, was ich gekriegt habe, kriegen Leute, die so 1-2 Kilo ticken. Aber man muss dazu sagen, die haben sich ja auch ein bisschen geärgert, also ich weiß auch nicht, ne, aber die haben sich ja ein bisschen geärgert, dass sie nur so wenig gefunden haben und dass sie auch kein Kokain gefunden haben. Die haben kein Bargeld gefunden, die haben kein Verpackungsmaterial gefunden, weißt du? Das und unterstellt wurde mir ja viel krasseres. In dem Durchsuchungsbeschluss stand drin, ich hätte umgebaute LKWs zu Grasplantagen umgebaut, die Nähe Enschede an der Grenze zu Holland stehen. 3 Stück. Dass ich in Mülheim wöchentlich seit 7 Jahren irgendwie mehrere 100 Gramm Kokain verticken würde. Was haben die gemacht? Die haben ja Blockbuster gemacht. Die haben Dings, Alter. Die haben Pablo Escobar aus mir gemacht. Ja, ich habe auch ein paar Freunde, Alter. Seit so alte Freunde. Ich habe schon lange keinen Kontakt mehr zu denen. 110 Gramm, das war aber noch ein bisschen mit dabei, sei ehrlich. Nö, die Qualität war einfach gut, ne? Auf die 110 Gramm, das waren, keine Ahnung, 17% THC oder so. Ich habe auch so ein paar alte Freunde, diese Encro hat die ruiniert, Alter. Der Encro-Chat hat die alle... Ich habe jetzt dieses Jahr, Oktober geht meine Bewährung zu Ende, dieses Jahr. Okay. Okay. Und da muss ich nicht mehr so Angst haben wegen jeder Scheiße, Alter. Digga, bei euch braucht man eigentlich gar keine Angst haben. Naja, das bei ist euch, so. Guck mal, bei euch, man kriegt gar nichts. Das kommt auf den, das siehst du doch, Alter. Andere Leute verkaufen kiloweise, kriegen das, was ich kriege. Und bei denen wird noch Geld und weiß ich nicht was gefunden.
Bei mir finden die ein bisschen über 100 Gramm, Alter, und Dings. Ich krieg da ein Jahr und 6 Monate für. 3 Jahre Bewährung. Warum 3? Warum nicht 2 Jahre Bewährung? Richtig. Keine Ahnung, warum, wie die das so bei euch machen, aber bei uns hätte sogar sein können, dass du vielleicht sogar in O-Haft gehst. Also, dass du kommst auf jeden Fall bestimmt raus für 100 Gramm wieder, aber O-Haft kann es schon sein, dass du gehst. Vor allen Dingen, die haben mich verurteilt, das war auch totaler Schwachsinn, hat sich mein Anwalt auch gegen gewehrt. Die haben mich verurteilt für gewerblichen Handel. Die konnten mir aber keinen gewerblichen Handel nachweisen. Die konnten mir einen Handel. Was heißt gewerblicher Handel, da ich keine. Dass ich damit meinen Lebensunterhalt verdiene. Ach so, okay. Weil ich die konnten mir aber nur einen Verkauf nachweisen. Die konnten mir ein 0,9 Baggy für 10 Euro Verkauf nachweisen. Okay. Digga, bei euch sind die echt. So, das heißt, die haben den Besitz nachgewiesen und einen Verkauf. Und haben daraus gemacht, dass das gewerblich wäre. Mein Anwalt hat noch gesagt, ey, wie könnt ihr behaupten, dass es gewerblich ist, wenn er nur einmal verkauft hat? Ja, wir gehen aber davon aus, dass er das gemacht hat. Sagen die so. Okay. Bro, ich mache auch jetzt Feierabend, Alter. Kann nicht mehr. Aber bei einem Kilo gehst du auch safe rein? Nee. Ich mache Feierabend, ich kann nicht mehr, ich muss noch nach Hause. Schenk ist der Ehrenmann, wieder 0,9 für 10er. Ja, alles klar, Bruder. Okay, ich bin dann auch raus jetzt. Also, ciao. Und bitte lass dieses Stream nicht online, yo. Mal gucken. Was heißt denn mal gucken, dann ändere deinen scheiß Titel. Also, ciao. Also, ja, rein.